unter den Local Quilt Shops. Ich wollte mich nochmal ganz herzlich bei euch allen da draußen bedanken, die es möglich gemacht haben, dass wir das zweite Jahr in Folge die Auszeichnung zum Germany's Number One beim LQS Contest von Patterns by Annie gewonnen haben. Wir haben uns riesig darüber gefreut. Wir haben im März einen Monat der höchsten Höhen und tiefsten Tiefen bedauerlicherweise sozusagen hinter uns. Ja, wir haben Auszeichnungen bekommen. Wir sind Local Quilt Shop Contest Winner von Patterns by Annie geworden. Das zweite Jahr in Folge. Dank euch, die so zahlreich für uns abgestimmt haben. Darüber freuen wir uns mega, mega, mega. Wir waren in zwei Zeitschriften. Ihr habt ja sicherlich, hoffentlich, alle bei uns in der Story und Co. diesen schönen Artikel hier gelesen, wo ich gerade Sachen draufgestellt habe. Warum habe ich hier Sachen draufgestellt? Diesen schönen Artikel, eine ganze Seite gab es in der NRZ mit dieser bekloppten Frau. Guck mal, ich habe zufällig heute die gleiche Bluse an, fällt mir gerade auf. Guck mal, ist die gleiche. Scheint mir so, als ob ich die mag. Und dann sind wir auch noch im IHK-Magazin Niederrhein gelandet. Alles in einem Monat. Und waren auf der H&H, der Hobby- und Handarbeitsmesse in Köln. Waren da auch eingeladen zum Blogger-Treffen, zum Creator-Walkthrough und es ist so viel passiert. Dazu kommt natürlich bei uns hier im Ladenlokal der hohe Krankenstand, irgendwie haut es einen ganzen Teil von uns um. Was mich wieder mal dazu bringt, wenn du da draußen oder du da drüben ja noch einen Job sucht und euch gedacht habt, mein Gott, im Handarbeitsgeschäft arbeiten, das wäre bestimmt hammer, hammer geil, so. Ich komme aus der Region, so eine Teilzeitstelle oder so einen Nebenjob für am Wochenende oder nachmittags könnte ich noch voll gut gebrauchen. Nicht nur kriegt man dann einen richtig geilen Personalrabatt, sondern hat auch noch Spaß mit den Kollegen hier, tauscht sich aus, hat zusammen kreative Events und Co. Dann, ihr wisst es, könnt es raten, quillzauberei.de/karriere, guckt da rein, da steht die Jobbeschreibung. Wir freuen uns über zahlreiche Bewerber und Bewerberinnen, die Bock haben, hier vielleicht Teil des Teams zu werden. Einfach, damit wir nicht bei Krankheitsfällen, so wie jetzt, unterbesetzt sind und das bestehende Team noch weiter unter Druck gerät, suchen wir uns einfach noch ein, zwei Leutchen dazu, die Bock haben, uns zu verstärken. Ich würde mich jedenfalls darüber freuen. Ja, was erwartet uns heute? Virtual VIP Shopping. Für die, die es noch nicht kennen, Virtual VIP Shopping wurde geboren in der Zeit der Covid- und Corona-Krise. Da durfte man ja nur per Termin einkaufen, wenn dann überhaupt und nicht gerade ein Lockdown war und ihr hier nicht in den schönen Regenbogen reinkommen könntet. Wir haben es ein bisschen beibehalten, das heißt, das erste Wochenende im Monat, so circa, ist immer bei uns Virtual VIP Shopping, hier donnerstags abends um 20 Uhr live. Da stelle ich euch die Angebote vor, die an den Virtual VIP Tagen gelten. Die läuten wir heute Abend hier ab 20 Uhr, also jetzt, gemeinsam hier ein. Ich stelle euch Gutscheincodes vor, ich zeige euch, was den Monat über Neues gekommen ist. Ihr dürft hier unten ordentlich in den Chat in die Tasten hauen. Bitte, bitte, bitte stellt Fragen, damit ich euch Infos geben kann. Ab und zu läuft auch mal ein Hirsch durchs Bild, wenn ich von euren Fragen abgelenkt bin und wir von Höchst auf Stöckchen kommen und hoffentlich schaffen wir das dann im Laufe des Abends, dass ich euch alle Gutscheincodes verrate. Die gelten wie alle Angebote am VIP-Shopping-Wochenende, solange der Vorrat reicht. Oder bis einschließlich den kommenden Montag. Ist jetzt, glaube ich, der 8. April, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ansonsten hoffe ich, habe ich genug von den Angeboten diesmal mitgebracht, dass ihr alles Spaß habt. Es wird Sachen zu Wolle geben, zu Stricken geben, zu Häkeln geben. Es wird tulatastische Infos geben und auch schon da drüben sind ein paar Neuheiten zu bestaunen. Ich habe was mitgebracht für alle, die einen Regenbogen lieben, für alle, die leider zu weit weg sind und nicht herkommen können, aber trotzdem richtig gut ihre Stoffe aussuchen möchten. Fließsachen habe ich mitgebracht und heute endlich, endlich, es ist der Virtual VIP Shopping, das Virtual VIP Shopping Wochenende des Wollkleppers. Ja, der Wollklepper, wir warten schon lange drauf. Ihr habt mich zigmal drum gebeten, euch den vorzuführen und irgendwie ist der immer zum VIP-Shopping ausverkauft. Aber dieses Mal ist er nicht ausverkauft. Wir haben gestern eine Nachlieferung bekommen und heute ist der Tag, an dem ich euch zeige, wie man einen Wollklepper benutzt. Ist da hinten auch schon aufgebaut. Genug gequasselt. Ich drehe einmal die Kamera um und dann kann ich euch schon mal ein bisschen was Neues zeigen. Womit sollen wir denn anfangen? Mit Tula Pink etwa? Ich guck mal, was ihr so in den Kommentaren, da fällt es hier fast um, was ihr so in der Kommentarspalte schreibt. Hallo Ina, hallo ihr tollen Quilterin. Hi, Grüße aus Niederbayern, die Pink Sister ist da, die Sonja, die Elvira guckt zu, die Barbara, die Monika, die Martina sehe ich,
Die Melanie ist auch mit dabei. Die Maike, die Birgit und noch eine Ina. Sorry, bester Name des Abends. Ich drehe euch mal um. Wie ihr schon erkannt habt, mein Quilt ist, fast fertig. Die Blowing Up Bunnies waren ja beim letzten Mal noch auf der Longarm. Da war ich noch dabei, sie zu quilten. Jetzt sind sie fertig gequiltet. Aber, was merkt ihr? Mal gucken, ob es jemandem auffällt. Der Quilt hat ein Problem. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr sehen könnt, welche Ina-Besonderheit ihr an diesem Quilt erkennen könnt. Die mir schon länger folgen, kommen da vielleicht schon von alleine drauf. Ja, danke auch nochmal für den Hinweis. Genau, Daumen hoch drücken hier beim Video. Ne, das spornt immer an, das macht Freude. Wer das Däumchen-Symbol nicht findet, naja, nicht auf meinen Daumen drücken, da, wahrscheinlich da ist ein Daumen. Bei manchen ist er auch hier unten, kommt aufs Endgerät an. Genau, die Magda löst das Binding, ihr fällt das Binding auf. Wie Sie hier sehen, sehen Sie hier nichts. Da, kein Binding, kein Binding. Was soll der Mist schon wieder und warum ist da kein Binding dran? Also erstens habe ich gedacht, wir könnten ja mal wieder, auf Instagram hatten wir das schon in den Lives, den Binding-Workshop aufleben lassen. Und das zweite ist, zu diesem Quilt passt einfach perfekt der neue Tabby Road Streifen. Und die Tabby Road Kollektion kommt ja leider erst voraussichtlich im August aus. Birgit schreibt, ich kenne mich mit Quilt noch nicht aus, muss man nicht. Wir können dir das ja beibringen. Also Tabby Road kommt voraussichtlich im August raus, die kommende Tula Pink Déjà-vu Kollektion. Und Tabby Road hat einen Streifenstoff, in dem alle Farben, die so in diesem Stoff drin sind, vorkommen. Und deshalb habe ich gedacht, okay, wäre schön, jetzt wo der Quilt fertig gequiltet ist, wenn er zu Ostern pünktlich hier hängen könnte, dass wenn man hier ins Ladenlokal reinkommt, direkt sieht hier, hängt die Deko, Ostern, es ist Ostern. Ist natürlich nicht nur ein Osterquilt mit den Häschen, aber ja. Manchmal finde ich, ist es auch okay. Ich meine, was meint ihr dazu? Ich finde, es ist okay, wenn der Quilt halt ein Weilchen auch ohne Binding da hängt. Ne? Das ist besser, er hat erstmal keins und dafür später ein perfektes Binding. Als ich mache jetzt eins dran, mit dem ich nicht so 100% zufrieden bin und mich nicht so total drauf oder drüber freue. Hier habe ich so kleine Spiralen ins Häschen gequiltet. Da oben ist er ja noch und kaut nur auf seinem Kaugummi. Ja. Hier macht er schon eine Blase. Da wird die Blase immer größer und die Spirale natürlich auch immer größer. Bis, ups, da ist die Blase geplatzt und das ganze Häschen ist voll mit klebendem Kaugummi. Für den Hintergrund habe ich mir dieses wunderschöne Herzchen-Panto ausgesucht. Das hat irgendwie mit mir gesprochen. Ich fand das schön, wobei ich zugeben muss, ich wollte unbedingt von unserer Bernina, wir sind ja jetzt Bernina Longarm Partner, das heißt, ihr könnt die Bernina Nähmaschinen der Longarm Q-Serie nicht nur bei uns kaufen, ihr bekommt die auch von uns aufgebaut, vorgeführt, ihr bekommt Einweisungen und kleine Workshops vor Ort, um das alles besser kennenzulernen. Wir beraten euch mit Sinn und Verstand, nicht wie irgendein Nähmaschinenhändler, sondern wie jemand, der selbst schon über 2 Jahrzehnte patchworkt und quiltet. Aber deshalb wollte ich das Panto-Set unbedingt ausprobieren und muss sagen, das hätte zum Beispiel in dem Fall Freihand wieder besser geklappt. Ina, du musst Spannung aufbauen und Tula Pink erst zur Mitte vorstellen, schreibt Christophie. Ach so, ja. Mehr Tula Pink dann zum Schluss. Nein, es gibt heute noch ganz, ganz viele Tula Pink Sachen tatsächlich. Das Binding kann warten, bis es den perfekten Stoff gibt, schreibt auch die Evelyn B. Genau, ich sehe es auch so. Das Binding kann warten auf den perfekten Stoff. Ja, also und das Quilten ist so herrlich auf der Q24, schreibt auch die Christel. Genau, die war neulich hier zu Gast und hat ihren Quilt für die Ausstellung auf den Patchwork-Tagen in Moers darauf fertiggestellt. Ich weiß jetzt gar nicht das Datum von den Patchwork-Tagen. Vielleicht kann das jemand mal hier unten in die Kommentare schreiben, wann die Patchwork-Tage in Moers sind. Zu den Patchwork-Tagen in Moers, ich mache mich mal so rum. Och, komm, wir setzen uns hier hin, während wir quatschen. So, da, unter dem Quilt. Patchwork-Tagen in Moers
laden wir euch dann übrigens auch ins LAN-Lokal von quillzauberei.de ein. Da werden wir hier vielleicht noch unter den Häschen, vielleicht hängen die bis dahin noch, mal gucken, vielleicht hängt bis da ein anderer Quill, werden wir mit euch ein kleines Social-Event machen. Und zwar werden wir dann dafür ein Late-Night-Shopping hier geöffnet haben, damit ihr dann auch im Mai bei uns vorbeikommen könnt. Wir sind nicht in Moers, aber Moers ist nur 20 Minuten von Dienstlaken entfernt. Also wenn ihr zu den Patchwork-Tagen fahrt, dann kommt unbedingt bei uns vorbei. Und da möchte ich gerne von euch wissen, wann würdet ihr denn gerne vorbeikommen? Sagt ihr, die Patchwork-Tage gehen ja von Freitag bis Sonntag. Sollen wir Donnerstagabend was machen? Oder sollen wir vielleicht Freitagabend was machen? Was ist euch da lieber? Reist ihr einen Tag früher an und denkt euch, Mensch, vorher noch, wenn ich schön ankomme, netter Abend in der Quillzauberei oder mittendrin mal abends. Ein Stand auf der Ladenstraße hat bei uns leider nicht geklappt, aber heißen wir uns euch halt hier willkommen und da machen wir uns a big day auf der schönen Kuh. Und da seht ihr auch schon das nächste des Tages. Ah, die Bea löst auf. 10. bis 12. Mai ist Moers. Super. Ja, also dann könnt ihr natürlich auch im Ladenlokal hier vorbeikommen. Ihr könnt mit uns auf der kleinen Q-Serie, der Q16, Q16 Plus quilten mit der Hydraulik. Ihr dürft euch dann eigentlich wie auf den Patchwork-Tagen geplant, aber da wir es jetzt nicht auf den Patchwork-Tagen machen können, machen wir es halt im Ladenlokal. Wir haben ganz tolle Berliner Highlights für euch an dem Tag vorbereitet. Und das heißt, ihr könnt vollkommen kostenlos jeder euch an der Q16 eine Kissenplatte quilten, die wir für euch vorbereitet haben. Ihr könnt Rulerwork ausprobieren oder Free Motion Quilting. Wir geben euch auch Anleitungen dafür. Es sind kompetente Damen, inklusive mir hier vor Ort, die euch dabei helfen. Oder ihr könnt da drüben, da kommen wir gleich auch noch vorbei, auf der Bernina Longarm Quiltmaschine, auf der Q24, könnt ihr dort auch ein von uns vorbereitetes Bernina lizenziertes Special Stoffstück euch bequilten. Und daraus zum Beispiel ein Kopfkissen oder aber auch eine tolle Reisetasche anfertigen. Für diese Reisetasche hat auch die Yoko Kudo 88 auf Instagram, die hat das nämlich beim Expecto Instagram-Treffen auch gemacht, euch angucken, was sie da für eine schöne Tasche draus gemacht hat. So, mit den Öffis seid ihr leider etwas weit weg von Moers, schreibt Crazy. Pass auf, Crazy, ich habe einen Vorschlag. Schreibt mir mal bitte alle, die Interesse hätten, in den Kommentaren. Ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht ein Gruppentaxi oder sowas organisieren. Dass wir ab einem bestimmten Zeitpunkt in Moers einen Schwung von Leuten, die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, abholen. Und dann nach dem Event wieder zurückbringen. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, weil ich denke, es wird einigen so gehen, wie dir, Crazy, die mit den Öffentlichen anreisen nach Moers und dann sagen, mit den Öffentlichen von Moers nach Dienstag ist mir ein bisschen kompliziert, auch wenn es mit dem Auto nur 15, 20 Minuten sind, aber ich bin halt nicht mit dem Auto. Ne? Also da können wir sicherlich, denke ich mal, irgendwelche Mitfahrgelegenheiten organisieren oder irgendwie einen Treffpunkt, wo wir dann einige von euch einsammeln können. Ne? Schreibt mir, was ihr davon haltet, hier in den Kommentaren. Haben, dann weiß ich, ob das ankommt. So, hier haben wir schon das nächste vorbereitet und zwar Tula Pink Roar, die Tula Pink Dino Kollektion. Die steht ja quasi vor der Tür. Die Auslieferung weltweit soll irgendwann nächste Woche beginnen. Der aktuelle Stand ist, dass alle Rollen gedruckt sind, bei Free Spirit im Hauptlager in North Carolina vor Ort sind und von den großen Riesenrollen gerade gewickelt werden auf kleinere, handlichere Ballen, mit denen wir dann auch hier gut umgehen können. Vorbehaltlich dessen, dass die das schaffen, die riesengigantischen Roar-Dinosaurierstoffrollen von der Star-Designerin Tula Pink auf Ballen zu wickeln, soll die Auslieferung ab der nächsten Woche, ab dem Tula Tuesday, losgehen. Wenn dem denn so ist und die fertig werden. Ne? Also wir hoffen, dass wir ab nächste Woche die Roar-Stoffe auch hier in Europa haben und die an euch versenden können. Wer jetzt Roar-Stoffe, Metaware noch nicht vorbestellt hat, sollte das ZZZ tun. Die garantierte Erstauslieferung ist vorbei. Jetzt geht es nach Reihenfolge. Wer zuerst bestellt, malt zuerst. Na, also wer noch nicht Roar vorbestellt hat, es aber machen wollte, tut es jetzt, weil wir können nur ausliefern, solange der Vorrat reicht. Die Bea schreibt auch, klasse Idee und der Crazy gefällt das, glaube ich, auch mit dem, ja, wie sollen wir das denn eigentlich nennen? Patchwork-Tage-Taxi?
Ich denke, wir kriegen da auf jeden Fall was hin. Ja, was schon eingetroffen ist, und zwar gestern, sind die Project Bags, die Projekttaschen von Tula Pink, passend zur Roar Dinosaurier Kollektion. Hier haben wir einmal, und das ist lustig, da hat sich jemand im Design verdruckt, hier steht, das wäre die Medium-Tasche, ist es aber nicht. Die 20x20 Zoll, die große Tasche mit dem Reißverschluss um die komplette Ecke. Da passt ein kompletter Quilt rein, kompletter Kuschelquilt geht hier rein. Ich habe, so sieht man das Design vielleicht auch noch ein bisschen besser. Ich habe das auch in unserer Story gestern nochmal geteilt. Ich hatte ja mal ein Video gemacht für euch in einem Live, wo wir uns angeguckt haben, was wir da alles in so eine Tasche reinkriegen. Also hier passt ein kompletter Quilt rein. Wenn ihr zum Beispiel ein Projekt habt, deshalb auch Project Bag, wo ihr gerade dran arbeitet, oder eins, wo ihr demnächst dran arbeiten wollt, aber gerade alle Materialien für zusammensucht, dann könnt ihr die hier natürlich schön reinpacken und gebündelt sammeln. Die sind jetzt sofort verfügbar. Das ist also Gift Wrapped. Da, wrapped wie wrapped mit W, wie eingepackt, wie Geschenkverpackung, also ein Wortspiel, und gleichzeitig wie Geschenkraptoren. Finde ich total süß. Auf der einen Seite die Raptoren, auf der anderen Seite das Hintergrundmotiv. Das ist also die XL-Variante, auch wenn sich da jemand vertan hat und Medium geschrieben hat. Dann gibt es noch diese Variante. Das ist die auch nicht die Medium-Variante. Ist lustig, überall steht Medium drauf. Das ist die 18x13 Zoll-Variante. Das ist die Large. Das ist das Motiv Meteor, Meteor. Und da haben wir die komplette Dino-Parade, den Bordürenstoff im Grunde aus der Kollektion drauf. Und ich finde das sehr witzig, wenn wir von hinten gucken. Die Wolken sind auf der Rückseite. Und die Dinos sind im Vordergrund. Das heißt, wenn ich jetzt meine Hand hier zwischenstecken würde, würde meine Hand zwischen blaue Wolken und diesen gelb-grünlichen Wolken dazwischen gehen. Hi auch an die Jackie de la Luna. Du bist nie zu spät und immer herzlich willkommen. PWTT, Patchwork-Tage-Taxi. Ja, das ist auch eine gute Idee. Vielleicht nennen wir das so. Also das ist die, nicht Medium, das ist die Large. Medium steht überall drauf. Das ist die Large, die große. 18x13 Zoll, die ist auch sofort verfügbar. Wer die jetzt bestellt, bekommt die sofort. Es sei denn, er bestellt Raw-Meta-Ware mit, da müsst ihr noch warten, bis die aus den USA kommt. Und das hier ist die tatsächliche Medium. Die hat ihren Namen verdient, Medium 14x10, das ist wirklich die Medium-Größe. Die Small gibt es seit einiger Zeit nicht mehr. Also die Small-Größen werden nicht mehr hergestellt. Neu oder seit der letzten Kollektion neu ist, dass die hier unten auch einen Zwickel haben, die Taschen, dass man die auch richtig schön breit aufstellen und richtig viel befüllen kann. Wer das gerne nochmal sehen möchte, hüpft rüber zu Instagram nach dem Live. Da habe ich, wie gesagt, das Video auch verlinkt, wo wir uns angeguckt haben, was alles da reinpasst. Na, da komme ich ja gerade richtig. Ich freue mich so sehr auf die Taschen, schreibt die Andrea. Ja, wer die vorbestellt hat, bei dem sind die schon unterwegs. Wer die Taschen natürlich mit Raw-Meta-Ware vorbestellt hat, bei dem sind die noch nicht unterwegs, weil wir müssen ja noch auf die Raw-Meta-Ware warten. Und last but not least, meine Lieblingstasche aus dem Ganzen. Ich habe schon mal ein Modell vorgenäht, und zwar hatte ich ja die RAW-Farbkarte mir gekauft. Da waren RAW-Stoffmuster drauf für die Großhändler. Ja, da habe ich mir eine ersteigert und habe dort die ganzen Stofffetzen sozusagen, die kleinen Stoffmuster, die wir uns gemeinsam in den Lives angeguckt haben, die habe ich hier abgemacht von der Karte, damit ich schon mal das erste Modell nähen kann, damit, wenn die Raw-Meta-Ware da ist, ich euch auch was zeigen kann. Auf der Rückseite habe ich dann die anderen Läppchen von der Farbkarte verwendet, ne? Und natürlich musste auch ein Label mit dabei sein. Ich habe nicht vergessen, das Label anzunähen, ausnahmsweise mal. Make Good Shit. Das ist aus dem Swery Sewist, die fluchende Näherin von Kylie and the Machine. Das Limited Edition Set, da haben wir, glaube ich, haben wir da noch? Ich gucke mal gerade. Haben wir da noch welche von? Ja, da ist noch eins. Hier, The Swery Sewist, da ist das drin. Das ist so ein Multipack mit 6 kleinen fluchenden Labels. Ich war ja kurz hin und her gerissen, das Quality Shit zu nehmen, wobei mir aufgefallen ist, dass das orange Quality Shit tatsächlich auch gut zu den Orangetönen in der kommenden Tula Pink Kollektion Raw super gut mit da reinpasst, ne?
Ja, und dann habe ich mir daraus aus den Stoffflickchen auf der Farbkarte eine Projekttasche genäht. Die Anleitung zu der Projekttasche findet ihr auch hier auf unserem Quiltzauberei YouTube-Kanal. Die ist gratis, ist auch toll geeignet für Swaps, ne, wenn ihr zum Beispiel euch mal trefft mit der Nähgruppe, mit der Gilde und Co. und ihr möchtet was swappen, was untereinander tauschen. Das ist ein relativ flottes, leicht anpassbares Projekt, wo ihr auch schön euren, eure Orphan-Blocks, also eure verwaisten Patchwork-Blöcke, die nie irgendwas geworden sind, benutzen könnt. Das hier ist der Block, den ich gemacht habe. Die Christel gibt ja bei uns demnächst einen Workshop im Half-Square-Triangles nähen. Und den hat sie mit uns vom Team geübt, weil sie gesagt hat, Mensch, ich möchte einmal so das ganze Kurskonzept mit euch mal probeweise durchgehen, durchsprechen. Und dann haben wir uns hier getroffen, sonntags mit dem ganzen Team und haben gemeinschaftlich HSTs auf verschiedene Arten und Weisen nähen und kombinieren gelernt. Das war meine Kombi und ich habe dann halt hier die Farb- oder die Stoffmusterkarte verwurstet, sozusagen. Hier habe ich dann ein Reststück genommen, was ich noch von der Kollektion Nightshade hatte. Und da habe ich dann einen Rest von meinem Vinyl genommen, das ich auch benutzt hatte, als ich das Running with Scissors für den Sew Along hier auf dem YouTube-Kanal auch genäht habe. Da sind nochmal ein Reststück von den Sternchen. Und natürlich, wie soll es anders sein, ne? Müssen natürlich auch Dinos an die Zupfer, ne? Die Pterodactyl, was haben wir hier? Ein T-Rex, der ist richtig, richtig groß. Und natürlich Triceratops, ein kleiner zu den großen, ne? Darf natürlich nicht fehlen. Ich würde ja sagen, das ist das Baby von den Zweien, aber ich habe keine Ahnung, ob ein Triceratops bei jedem Geschlecht Hörner hat und ob Kleine auch schon Hörner haben. Ich glaube nicht. Ich wollte gerade sagen, das wird der Mutter bei der Geburt wehtun, aber dann fiel mir ja wieder ein, die schlüpfen ja aus Eiern. Also vielleicht haben die doch schon Hörner. Ich weiß es nicht. Weiß das jemand? Ja, die Zupfer sind so schön. Genau, Andrea. Und die Trina schreibt auch Swery Labels. Ja, Swery Labels are the best. Ich komme nicht entscheiden aus dem Swery Sewist Set. Da waren mehrere, die total gut hier auch farblich zu passten. Mir fiel mir echt schwer, mich für eins zu entscheiden. Ich hatte erst hier noch eins und da noch eins. Und dann hat Daniel gesagt, meinst du nicht, das ist ein bisschen viel Label? Und dann habe ich gedacht, naja, ich meine eigentlich, ich wäre schon stolz, wenn ich nicht vergesse, das eine einzunähen an der richtigen Stelle. Also ich habe nicht vergessen. Ebenfalls eingetroffen sind heute von Aurifil die passenden Raw Garn Boxen. Die sind dann auch passend da. Trina schreibt, I'm Australian, we swear a lot, even when we are delighted. Also die Trina kommt aus Australien und sagt, da flucht man auch viel, selbst wenn man gut gelaunt ist. So Trina, Quiltzauberei is located in a part of Germany where we also swear a lot and talk a lot of, we talk very direct. And so sometimes that is popular, sometimes that is not so popular, but I understand very well. I'm also a little bit potty mouthed and tend to swear more than... Well, might be needed for a lady, but I'm not a lady, so that works out. Also, das Raw Garn Set ist auch eingetroffen aus Mailand heute. Übrigens zusammen mit den neuen Rainbow Builder Boxen und auch den Palazzo Boxen. Ne? Die gehen ja dann wieder zum 15. zu den Abonnenten, die jetzt das erste Mal beim Palazzo Bomben beim neuen Collar Builder dabei sind. Der geht ja 12 Monate. Der startet mit der ersten Box jetzt am 15. April und geht dann ein Jahr, also bis nächstes Jahr März. Und wer beim Collar Builder schon dabei ist, weiß ja schon, wie der Hase läuft. Wer noch nicht beim Collar Builder dabei ist, kann sich natürlich gerne noch anmelden. Auslieferung immer nur, solange der Vorrat reicht. Wir lassen in der Regel nicht mehr als 5 Boxen extra produzieren für den jeweiligen Monat, sodass man zwar noch im Nachgang einsteigen kann, aber wie gesagt, wenn weg, dann weg. Guck mal, wie schön die hier stehen. Ich musste die direkt so drapieren. Warte mal, ich lege den mal so. Ensemble, kann mal jemand einen Screenshot für mich machen? Das sieht einfach zu schön aus. Ich mag die Kombi. In der Raw Garnbox, wer nur die Garnbox vorbestellt hat, bei dem ist die auch seit heute Mittag unterwegs. Beziehungsweise ist heute Mittag eingepackt worden und ist dann ab morgen mit der morgigen DHL-Abholung um 14 Uhr unterwegs. Dann habt ihr die 10 perfekt passenden
Aurifil 50 Weight Garnspulen zur Raw-Kollektion schon zu Hause, bevor Raw eintrifft. Wer das zusammen mit seiner Meta-Ware bestellt hat von Raw, das kommt natürlich dann auch zusammen, sobald wir die Meta-Ware haben. Wie jedes Mal, ich erzähle es nochmal für alle, die es gerne vergessen, wenn ihr Rückseitenstoff gleichzeitig mitbestellt habt, dieser Satin 108 Inch breit, der kommt in der Regel einen Monat nach der normalen Meta-Ware. Und auch Pre-Cuts kommen in der Regel einen Monat nach der Meta-Ware, genauso wie die Quilt-Kits. Von allen, die mit mir zusammen vielleicht auch den Big Bang Quilt nähen wollen, der ist übrigens schon auch avisiert. Das heißt, ich habe schon Infos aus den USA, dass der schon fertig ist. Das heißt, die sind schon fertig mit dem Zuschneiden der Big Bang Quilt Kits. Die kommen auf jeden Fall diesmal nicht so spät. Es wird kein Monat später sein. Die sind schon fertig. Ich weiß, dass sie schon fertig sind. Und sobald die Meta-Ware in Auslieferung geht, kommen dann auch relativ zeitnah schon die Quilt Kits. Hey ihr Lieben, ich bin too late to the party. Habe ich was verpasst? Ja, ein bisschen was, aber kannst du ja später nachgucken. Also die Raw Garnboxen sind jetzt auch sofort verfügbar. Wer versäumt hat, sich eine zu bestellen, kann das jetzt noch tun. Ihr seht im Webshop unter Lagerprognose, wie viel da sofort auch von verfügbar ist, damit das dann direkt auch losgehen kann, ne? Wenn das weg ist, ist das erstmal weg. Ich weiß nicht, ob es noch Lager gibt. Also die werden ja immer nur einmal produziert von Aurifil. Ansonsten kriegen wir allerfrühestens nächsten Monat mit der nächsten Rainbow Builder und Palazzo Lieferung aus Mailand Nachschub. Ich weiß aber nicht, ob Mailand noch Nachschub hat und ob die noch bis nächsten Monat dann Nachschub haben werden. Das kann ich euch nicht versprechen. Sei mal dahingestellt. So, ich lasse euch hier mal auf diesen wunderschönen Ausblick gucken, während ich überlege, wo ich meinen Zettel hingelegt habe. Kann mir mal jemand sagen, wo ich hier meinen Zettel hingelegt habe? Leute, ich hatte den auch hier gerade noch irgendwo, hier so, da, nee, Zeitungsartikel, da auch nicht. Das wäre jetzt aber nicht gut, wenn ich den verliere. Auch nicht. Jo, das ist ja ein Highlight. Spickzettel, wo bist du? Irgendwo hier hat Ina. Unter meiner Strickjacke auch nicht. Irgendwo hier hat Ina einen Zettel versteckt mit ihrem Spicker drauf, was heute alles noch so im Angebot ist, wie die Gutscheincodes heißen. Ich finde den aber gleich noch und an das meiste erinnere ich mich auch. Hier übrigens ist die Goodie-Tasche von der H&H von Prime. Handmade with love, carried with happiness. Dass ich euch mit Goodies befüllen werde, das werde ich dann unter allen Kommentatoren wie... Ach, da ist sie. Guck mal, in meiner Po-Tasche war. werde ich nachher noch verlosen. Unter allen, die später das Video geliked haben und einen Kommentar drunter schreiben. Dazu aber am Ende des Lives mehr. Und das werde ich füllen. Ganz voll mit schönsten Goodies von der Messe. Messemustern und Co. Entweder für Stricker und Häkler. Oder für Nia und Patchworker. Die Gewinnerin oder der Gewinner darf sich das dann aussuchen, ne? Na, die sind aber dieses Mal schnell und pünktlich. Genau, dieses Mal sind alle irgendwie schnell und pünktlich. Unglaublich. Da steht's. Ich kann es nicht fassen, aber da ist es. Vielleicht ist es. Vielleicht bei deinem Getränk. Mein Getränk ist da drüben auf der anderen Seite. Wollen wir jetzt erstmal zur Wolle gehen? Kommen die Leute mit der Wolle sind jetzt auch mal dran. So. Ich zeige euch mal ein paar Wollneuheiten. Und zwar haben wir hier neu das Gomitolo-Heft. Gomitolo haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Das ist diese geile Wolle, die wir da drüben so viel stehen haben. Und ach komm, wir gehen da mal rüber mit dem Heft. Gomitolo ist ja ein Knäuel und gleich ein wunderschöner Farbverlauf. Da gibt es die Qualität mit Schurwolle in zig verschiedenen Farben. Die haben wir uns ja zum Herbst-Winter hin angeguckt, auch die mit dem Alpaka. Und jetzt haben wir neu die Sommervarianten. Das ist die Gomitolo Arco, die habe ich euch beim letzten Mal schon gezeigt, auf Baumwollbasis. Neu haben wir aber die Gomitolo Collina, ist jetzt auch erschienen. Und das ist ein Baumwoll-Viskose-Gemisch. Das sind dann hier nur, ach, die sind so, so, so schön. Ich gehe mal ein bisschen ran mit euch, damit ihr die ein bisschen besser sehen könnt. Das sind nur kleinere Knäuel, also nicht wie die großen Jumbos 200 Gramm über 400 Meter, sondern 100 Gramm 260 Meter. Ja, das muss man einmal so ein bisschen beim Verbrauch bedenken. Im Sommer sind die Knäuel immer etwas kleiner. Dieses Jahr eine tolle Mischung
aus Viskose und Baumwolle. Das hier, was ich euch gerade gezeigt habe, ist übrigens die Farbe 1013. Dann haben wir die blauen Nuancen, die 1011. Geht natürlich zu Jeanshose und Co. immer. Ist schon drin, fragt die Nurax. Also ja, die ganzen Sachen, die ich euch zeige, sind alle schon online bei uns im Webshop. Und das hier ist die 1014 von der Arco. Finde ich so wunderschöne Pastelltöne. Und ebenfalls beim letzten Mal gezeigt habe ich euch auch schon die Cotonella. Auch eine Baumwolle, die so ein bisschen plüschig aufgebürstet ist, auch für den Sommer. So, dann gehen wir nochmal wieder hier zurück mit unserem schönen neuen Gomitolo-Heft. Und dann lasse ich euch mal da reinschauen. Das Schöne ist, es ist ein kleines Magazin, daher natürlich auch super erschwinglich mit gerade mal 5,50 Euro. Das sieht auch so schön aus, das Top. Und was ich so toll finde an Lana Grossa und einer der Gründe, warum wir uns für die Kooperation mit Lana Grossa entschieden haben, ist, dass sie halt wirklich auch moderne Designs machen. Also ich kenne viele Wollhersteller, da sieht man dann leider aus wie Bob der Hustinettenbär oder als ob man zur Clownschule zum Casting gehen möchte. Und das finde ich halt, ist bei Lana Grossa toll. Die schaffen das, die Sachen sehr modern, sehr stilvoll auch zu machen. Also auch so, dass man sagen kann, das sieht man auch tatsächlich in Modehäusern und sind halt nicht nur so, ja. Ich sage mal, der Unterschied zwischen, wow, das ist ja schön, in welcher Boutique hast du das gekauft? Und, oh, schön, selbst gehäkelt. Ich liebe Gomitolo, ich stricke so gerne damit, schreibt auch die Jennifer. Die Lisa schreibt auch, die Farbverläufe sind sehr hübsch. Auch die Martina schreibt, sehr hübsch. Ja, also mit Gomitolo und in sämtlichen Variationen und Facetten kann man halt richtig, richtig tolle Sachen machen. Das Schöne an den Gomitolo-Heften ist halt, die sind auch zeitlos. Im Sinne von, es gibt Gomitolo immer und es gibt Gomitolo seit Jahren in verschiedenen Variationen. Und man die hat immer die gleiche Nadelstärke, sodass man das ganz leicht 1:1 einsetzen und auch umrechnen kann. So, jetzt kommt der Anleitungsteil, den überspringen wir. Ihr sollt das Heft ja noch kaufen, ne? Also so teuer ist es ja jetzt nicht. 5,50 Euro, da macht sich jetzt noch bitte keiner ins Hemd. Ich weiß gar nicht, wie viel Anleitung ich schon gezeigt habe. Was meint ihr, 10 oder so? Also da sind richtig, richtig viele schöne Anleitungen drin. Lookbook haben wir auch nochmal nachbekommen. Das Lookbook Nummer 16 mit den Trends für Frühling und Sommer. Ja, das ist mein Lieblingspulli, glaube ich, aus dem Heft. Der ist auch schön hier. Und es sind Sachen wieder drin zum Häkeln und zum Stricken. Für jeden etwas dabei. Also das ist das neueste Heft, das Gomitolo Sommerheft. Dann haben wir die Beloved Knits reinbekommen. Und zwar sind das kleine Einzelhefte mit Einzelanleitungen 4 für 4,95 mit Klassikern, die man immer in zwei Variationen machen kann. Das meiste ist von Lana Grossa Studio Design bzw. von Tanja Steinbach. Ich zeige euch die mal einmal. Die haben wir leider nicht einzeln im Webshop, einfach weil es zu viele verschiedene sind, dass ich gerade Zeit hätte, sie alle einzeln einzuprogrammieren. Wenn ihr davon aber gerne eins hättet, schreibt das einfach bei einer Bestellung mit ins Bemerkungsfeld oder schreibt uns die Bestellung der Hefte nochmal als E-Mail. Dann schicken wir das mit und schicken euch dafür manuell eine Rechnung. Und ansonsten hier im Ladenlokal erhaltet ihr die natürlich hier vorne an der Theke direkt. Beloved Knits, das war ja vorher ein Magazin, also ganz normal so ein großes wie die anderen auch. Mit verschiedenen auch Designern und Bloggern, die da mitgearbeitet haben und Creatorinnen aus der YouTube-Szene, die auch hier überall immer wieder Anleitungen beigesteuert haben. Da haben aber viele, was heißt viele, manche haben rumgestöhnt, ein Heft mit so vielen Anleitungen, dann so teuer. Und somit hofft dann halt Lana Grossa auch eine Antwort drauf gefunden zu haben, dass man halt nur ein kleines Heft kaufen muss mit einer Grundanleitung und zwei Variationen drin. Das Filati Frühjahrsheft ist auch da. Das haben wir einmal hier mit der Happy Time. Und ansonsten erwarten uns natürlich die nächsten Wochen und Monate noch ganz, ganz andere viele neue Hefte rund um ja, die Lana Grossa Farbwelt, nenne ich das mal. Eine andere Sommerwolle, die wir auch frisch reinbekommen haben, ist hier. Und da können wir alle hellhörig werden, die gerne Baumwolle
Kunden gerne haben wollten. Und zwar haben wir die Meilenweit. Meilenweit sind ja die klassischen Sockengarne von Lana Grossa, die wir alle kennen, lieben und schätzen. Und die Meilenweit Cotone Vegano haben wir auch mit ins Sortiment genommen. Das ist ein vegan produziertes Garn. Das ist auch richtig schön weich. Also Baumwollgarne tendieren ja gerne auch mal dazu, etwas härter zu werden. Einerseits schön, man hat immer eine eingebaute Fußmassage. Ich persönlich mag das. Andere sagen, nö, das ist ja dann ja wie auf dem Nagelbett. Wollen wir ja auch nicht. Aber die Vegano ist richtig, richtig schön weich hier produziert worden. Das ist ein Gemisch und zwar 76% Baumwolle. Dann haben wir 14% Polyamid und 10% Elastan, also 10% Polyester. Die einen sagen dann jetzt, oh ja, das ist aber viel Plastik. Nee, also Polyester, Polyamid haben wir eigentlich in allen Sockengarnen, auch in den Wollsockengarnen. Und man macht immer circa 20% rein für die Abriebfestigkeit. Wir wollen ja darauf schön hin und her laufen und wir wollen nicht, dass das Ganze durchscheuert, durchschubbert. Wir wollen, dass das eine schöne Qualität ist und dass, wenn wir uns die Mühe machen, ein paar Socken zu stricken, und ich sag mal, wenn man flott ist und einfach nur glatt macht, dann dauert so ein paar Socken schon seine 8 Stunden Arbeit, dann möchte man die natürlich mehr als einmal anziehen. Ne? Baumwolle hat sonst auch den Nachteil, dass Baumwolle tendenziell schneller ausleiert, und bei Socken wollen wir auch einen gewissen Stretch-Effekt haben. Ne? Wir wollen, dass die schön sitzen und nicht uns beim Laufen unter den Fuß rutschen, und den erreichen wir hier natürlich auch durch den Elastananteil, dass wir da eine gewisse Flexibilität haben. Das hier ist die Farbe 8213 und das ist die Farbwelt Vegano Isola. Von der Isola haben wir auch noch eine weitere Farbe, so einen richtig geilen, ja, so einen limettig-sommerlichen Grünton mit so einem richtig schönen Azur und Türkis, das dann so leicht ins Pastellen übergeht. Das ist die hier 8211 heißt die Farbe. Und so wird dann in etwa der Effekt, wenn man die dann verstrickt, ne, so ein etwas, so ein breitere in sich verlaufende, ineinander überfließende Streifen. Und als drittes Farbhighlight habe ich noch ausgeguckt, die Isola in diesem Sorbet-Ton. Ne? Das ist so ein bisschen pink mit Pfirsich, mit Lachs. Das ist so richtig, so ein richtiges Erdbeersorbet oder Beerensorbet, würde ich dazu sagen. Das ist die 8211. Richtig, richtig schöner Farbton. Da werde ich mir auf jeden Fall für den Sommer auch noch Socken draus machen. Aber ich fand, das hatte hier auch sowas so von Blaubeeren und Sommer. Damit ihr dann aber auch... da als Tipp, bis Schuhgröße 40, 41 glatt rechts gestrickt, kriegt man aus zwei Knäueln kriegt man 3 Paar Socken. Bis Schuhgröße 44 reicht ein Knäuel für ein Paar Füße. Bis Schuhgröße 40 reichen 2 Knäuel für 3 Paar Füße. Für die ein bisschen, ja, ich sag mal, kosteneffizient arbeiten wollen und unter Schuhgröße 40 oder kleiner haben, die können dann hier auch immer... das so ein bisschen nutzen. Ne? Ich sehe gar keine Herzchen mehr. Langweilt euch die Wolle oder ist mein Chat eingeschlafen? Ich sehe gar nichts. Oder fasziniere ich euch wieder so? Ich habe schon Angst, dass hier wieder irgendwie was abgebrochen ist. So, dazu habe ich kombiniert nochmal die Cotone Vegano in Uni. Die ist so ein leicht, so ein bisschen changierend meliert. Also nicht glitzern, sondern hat so einen Melange-Effekt. Kommt auch zustande dadurch, dass natürlich die Baumwolle, Polyamid, Polyester ein bisschen unterschiedlich auch die Farbe aufnehmen. Ich finde, das gibt aber immer so einen richtig schönen, lebendigen Effekt. Zufälligerweise, als hätte ich das so geplant, passen die auch gut für die, die gerne mal die Ferse und das Bündchen oder die Fußspitze aus einer Akzentfarbe stricken. Ne? Die passen zufällig, lassen die sich hier perfekt, ganz toll alle kombinieren. Also ich habe hier diesen Pinkton, die 008, dann natürlich so ein Schwarz, das ist die 12, dann haben wir die noch in diesem Aqua Türkis, das ist die Nummer 4 und den lieb ich, den mag ich so richtig, richtig gerne. Es ist so ein Salbei-Grünton, so ein Patina-Grün, das ist die Nummer 21. Also das sind die neuen Sockengarne für den Sommer auf Baumwollbasis. Die sind total schön, ich schreibe mit, Stricken ist nicht so meins, ich sehe gar keinen Chat, also leer. Ja, bei mir hat sich der Chat auch nicht mehr bewegt, aber schön, dass er jetzt sich bewegt. Fasziniert und beschäftigt, ich schneide gleichzeitig EPP-Projekte. Ja, apropos EPP-Projekte,
Da habe ich auch noch was. Vielleicht gehen wir da mal direkt als nächstes rüber. Wobei auf dem Weg fällt mir noch ein, da, wir haben noch zwei letzte Osterhäschen-Kids. Ich weiß, Ostern ist gerade vorbei, aber Ostern kommt ja wieder, ne? Und das dauert ja eh ein bisschen, das zu häkeln. Und da habe ich gedacht, ich habe euch die zwar im, ich glaube, vorletzten VIP-Virtual VIP-Shopping live gezeigt. Es sind aber noch zwei Stück übrig und die habe ich jetzt eingesetzt in den Webshop mit 40% Rabatt, also nicht 19,99, sondern ich glaube jetzt nur 12 Euro. Einfach, damit wir hier den Platz haben, die neuen Kids aufzubauen. Ich fände das einfach schade, die einzulagern und dann sind nächstes Jahr sehen die Boxen nicht mehr so schön aus. Ich habe mir gedacht, da kann lieber jemand Spaß und Freude haben, den zu häkeln fürs nächste Jahr, fürs Osterfest. Oder ihr macht ihn halt einfach ohne Osterei in der Hand für vielleicht ein kleines, liebes, hasenverliebtes Mädchen oder einen pfiffigen, häschenliebenden Jungen in eurem Leben als Kuscheltier fertig. Die letzten beiden haben wir jetzt online mit 40% Rabatt. Braucht ihr übrigens kein Gutscheincode für, ne? So, ich räume meinen Nähplatz auf und lasse mich gerade ablenken. Hier ist heute schöner Stoff eingetroffen und ich bin am Zuschneiden, schreibt die Sewing Teenie. So, jetzt muss ich mal gerade hier gucken. Ich muss mal hier, glaube ich, zwei Nutzer blockieren, die hier komischen Kram kommentieren. Mache ich das erste Mal anscheinend. Für alle, die das mal wissen wollten, wie das geht, Nutzer aus diesem Kanal blockieren. Ja, man muss den Namen übrigens gedrückt halten und dann kann man die blockieren. So, dann gehen wir mal rum. Wo wollte ich denn jetzt mit euch hin? Jetzt kam ein Hirsch. Irgendwas habe ich erzählt. Guck mal da, so schön, so schön, so schön, so schön. Irgendwas habe ich erzählt. Ach so, ja, wir waren bei Elvira, Hirsch und, guck mal, die schöne Farbwand. Lalalala. Wir waren bei Elvira und Hirsch und EPP. Und da fiel mir ja ein, ich könnte euch ja noch einladen. Und zwar hatten ja alle die, die beim Queen of Diamonds Quilt mitmachen, dem tollen EPP-Projekt, was jetzt ein Jahr lang ging. Wir sind bei Monatslieferung 11. Nächsten Monat kommt schon die Lieferung 12, die allerletzte im Jahresprojekt. Habe ich mir gedacht, könnte ich euch einladen, ne? Und zwar haben die Einladung schon alle bekommen, die das Projekt bei uns abonniert haben. Die Queen of Diamonds Abonnenten bei uns sind, die haben die Einladung schon mit ihrer letzten Monatslieferung bekommen. Die ging zum 25. raus und ich behaupte mal, die hatten jetzt alle genug Zeit, sich anzumelden. Jetzt mache ich es heute Abend öffentlich und lade auch die breite Öffentlichkeit an. Plätze sind begrenzt hier vor Ort, aber noch sind ein paar Plätze da. Und zwar nächste Woche Samstag, nicht diese Woche. Diese Woche ist ja Virtual, jetzt Virtual VIP Shopping und die nächsten drei Verkaufstage VIP Shopping bei uns im Ladenlokal. Nächste Woche Samstag am 13. April zwischen 12 und 16 Uhr laden wir euch ein zu einem Social. Ein Social, kleines Wortspiel, ist einmal ein Social, eigentlich mit im Sinne von ein soziales Zusammentreffen, ein gemeinsames Austauschen, ein gemeinsames Nähen, weil es ist ja ein Sew, ein Nähtreff zugleich. Und zwar wollen die liebe Christel, die ja super in den letzten 11 Monaten sich um alle Fragen gekümmert hat, unsere Queen of Diamonds Abonnierenden begleitet hat, mit Tipps und Tricks und Rückfragen beantwortet hat. Mit euch wollen wir uns allen, die am Queen of Diamonds arbeiten, gemeinsam treffen, um nächste Woche Samstag mit euch ein bisschen zu sticheln, ein bisschen zu lieseln, ein bisschen EPP zu nähen. Und zwar schreibt doch die Andrea gerade, ich entferne gerade das Papier aus meinem EPP und lausche. EPP hattest du im Plan, bin gerade aus dem Wasser gekommen, das erste Mal selber schwimmen seit Monaten. Herzlichen Glückwunsch, Krämer. Ich freue mich, dass du dich endlich besser fühlst und soweit genesen bist, dass du auch wieder im Wasser planschen darf. Ich hoffe, das war ein schönes Schwimmen, schreibt auch die Lisa. Die Elisa Fietz schreibt, ich wäre so gerne gekommen. Ich wünsche euch aber allen vielen Spaß, eine tolle Idee. Ja, kommt vorbei, wer es irgendwie einrichten kann. Ich habe für ein paar Mädels auch schon Hotelempfehlungen rausgesucht, wer Hotelempfehlungen möchte. Wir haben tolle und günstige Hotels in Dienstlaken.
Wir können euch da Tipps geben zur Anreise und Co. Wir würden uns freuen, wenn ihr mit dabei seid. Wir starten um 12 bis circa 16 Uhr. Wir haben, ich möchte nicht so viel vorbereiten. Wir haben Erfrischungen vorbereitet und auch kleine Häppchen rund um das Thema Queen of Diamonds. Hoffentlich machen wir uns gemeinsam einen königlichen EPP-Nachmittag. Die Christel hat auch schon Tipps und Tricks vorbereitet. Wir machen uns dann ja jetzt an die Rahmen und Sashing-Streifen und Cornerstones, wie man das auch, wenn man vielleicht nicht ganz so genau gearbeitet hat, ne, oder sich das bei den Schablonen vielleicht ein bisschen verschoben hat, wie man das super schön einpasst. Das wird die Christel alles auch nochmal am nächsten Samstag dann erklären. Ihr bringt einfach eure Blöckchen mit. Es ist vollkommen egal, ob ihr bei Block 1 seid. Es ist auch vollkommen egal, ob ihr jetzt erst anfangen wollt mit dem Queen of Diamonds. Wir haben noch EPP-Sets, das heißt, wir haben noch die Papiersets, wir haben noch die Acrylschablonen, wir haben noch das Anleitungsbuch. Was es nicht mehr gibt, ist das komplette Stoffpaket mit der monatlichen Lieferung. Dafür sei da jetzt, naja, ein Jahr zu spät, sage ich das mal. Wobei mit Anmeldung sogar anderthalb Jahre zu spät. Aber ansonsten könnt ihr natürlich noch Freestyle mitmachen. Ihr seht, wir haben ja eine gigantisch riesige Tula Pink Auswahl. Wir sind der einzige Händler in Deutschland, glaube ich, und einer der ganz, ganz wenigen, also mir sind nur zwei andere Händler bekannt, die wirklich alles, das komplette Tula Pink Spektrum an True Colors auch am Lager haben. Da fällt mir nämlich eigentlich nur die Jade ein von Lovely Jubbly Fabrics aus Großbritannien, die auch so eine gigantische, große Tula Pink Auswahl hat. Ihr seht, von den letzten Kollektionen ist kaum noch was da, ne? Da sind die auch natürlich auch schon nicht mehr vollständig. Ich sage mal so ein paar Reste oder so ein paar Stoffe, die ich natürlich reichlich gebunkert habe. So wie diesen hier. Das war mein absoluter Favorit aus der Kollektion. Davon habe ich ordentlich extra Ballen bestellt und mir selbst ja auch die Schuhe gemacht damals, als die rausgekommen ist. Das fand ich jetzt auch ganz schön, dass die Quilting bei Quilting Elissa das aufgegriffen hat aus USA und die jetzt auch aus der kommenden Raw-Kollektion gemacht hat. Die ich damals zur Moon Garden Kollektion präsentiert hatte, hatte mich damals auch angeschrieben und gesagt, Mensch, die sind ja hammergeil, wie hast denn das gemacht? Und haben wir uns ausgetauscht. Ich glaube, ich mache mir jetzt auch noch mal welche aus Raw. Dann können die hier in der Deko stehen. Und ich darf endlich meine Moon Garden Sneaker auch anziehen. Ne? Da hatte ich eine Idee. Wir machen ja auch Quilten in den Mai. Wer das noch nicht mitgemacht hat, das war letztes Jahr haben wir das gemacht mit der Schlumpi-Hose, mit der Haremshose. Die haben wir gemeinsam genäht. Auch dieses Jahr werde ich wieder ein Quilten in den Mai anbieten, beziehungsweise ein Nähen in den Mai anbieten, zusammen mit der Yoko Kudo 88 von der Quilted Times, mit der Jennifer auf Zoom. Die Teilnahme ist auch dieses Mal kostenlos. Weitere Infos wird es dazu dann noch im Laufe der nächsten Wochen geben. Ansonsten, tragt euch aber schon mal ein, den 30. April, wir starten um 20 Uhr live auf Zoom. Der Link wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt. Wir nähen wieder ein gemeinsames Projekt, aber wir sind uns noch nicht ganz einig, was wir nähen. Sollen wir zusammen Sneaker nähen oder sollen wir zusammen Clam-Up-Bags nähen? Diese schönen hier. Schreibt es mir in den Kommentaren. Möchtet ihr lieber nähen in den Mai? Wollt ihr überhaupt mitmachen? Und wenn ja, wollt ihr Clam-Up-Bags nähen? Oder sollen wir gemeinsam Schuhe nähen? Eins von beiden wird es für ein Nähen in den Mai. Die Jennifer schreibt auch, Christels Tipps sind immer Gold wert. Andrea schreibt, ich wäre auch so gerne gekommen, aber ich bin im Urlaub bzw. sitze da gerade im Zug. Das ist natürlich fies, aber du wärst uns auch trotzdem herzlich willkommen. Also falls der Zug nochmal einen kleinen kleinen Schwenker fahren will. Die Elvira ist dabei. Super, hat sich direkt angemeldet. Ich freue mich auf dich, Elvira. Das wird cool. Und Christel schreibt auch, sie freut sich auf dich. So, mit frischer Frise am Start, weg vom Friseur. Hey, Anki Schneiderlein, ich erwarte ein Foto in deiner Story von der neuen Frise. Bitte tag mich, damit ich es nicht verpasse. Und die Birgit braucht was für Anfänger, bitte. Ja, also ein Klemmerbag ist tatsächlich anfängerfreundlich und auch die Schuhe sind anfängerfreundlich. Wenn das hier sich mit dem Krankenstand irgendwie noch regelt, werde ich bis zum Nähen in den Mai davon auch noch ein ausgiebiges YouTube-Tutorial filmen. Also entweder das oder das.
Wenn sich das mit dem Krankenstand nicht regelt, dann machen wir es live beim Nähen in den Mai und dann folgt das YouTube-Tutorial später. Ich kann ja nicht alles gleichzeitig, leider. Ein Sneaker. Dann schaffe ich das endlich. Unter Druck werden es dann Diamanten. Die Bags bitte. Die Bags wären mega. Mein nächster Sneaker sind schon im Beginn. Brauchen eine Unterstützung. Die Bags. Ja, ich würde sagen, aktuell gewinnen Sneaker. Vielleicht muss ich noch eine Umfrage machen. Bei uns auf der Insta-Seite vielleicht. Ne? Das ist ja, guck mal hier, da sitzt das kleine Häschen aus dem, kuschelig schön Minky von der kommenden Kollektion, die Tabby Road. Wer zum VIP-Shopping kommt oder zum Queen of Diamonds Social, der kann auch noch in die Tabby Road Farbkarte gucken und kann den Minky mal in echt fühlen, wenn man sich da noch ein Überblickchen verschaffen möchte. Und ich denke, es ist auch eine der letzten Chancen, die schönen Modelle zu sehen, die Nähmädels mir zur Verfügung gestellt haben zum Ausstellen. Es gibt nämlich schöne Sachen, die ich nicht persönlich gemacht habe, wie dieses hübsche Portemonnaie, das Epic Case von der Stoffeholic XD. Das darf die ja ruhig auch mal wieder zurückbekommen. Ne? Da sind mir einige Sachen geliehen worden. Da hat die Miss Sophie's Handmade hat mitgemacht, die Polala hat mitgemacht, die Tina Phantom hat was genäht, die Andrea 1887, die Crema Catalana mit ihrem Pornotäschchen von der Polala, die Untersetzer, die Portemonnaies, was habe ich hier noch, die Bea Capricorn Quilts hat noch was Schönes gemacht, da haben wir noch was von der Andrea, was sehe ich denn hier noch, was übersehe ich gerade, irgendwo hier, ach da, ist auch noch der schöne Leseknochen und das trägt da oben gerade, da ganz, ganz hinten, muss ich noch zeigen, noch vielleicht das Chamäleon von der Shadi hat das gemacht. Hier haben wir noch das Kätzchen nach Funky Friends von der Jenny, von der Stoffeholic XD und der passende, absolut hammergeile Herzchenrucksack. Wer das alles nochmal im Detail sehen möchte, guckt da auch auf unserem Instagram-Account nach. Ach, und was liegt das denn hier rum? Könnte das ein Grund haben, warum das hier liegt? Und würdet ihr euch darüber freuen, wenn das einen Grund hätte? Naja, ich weiß ja nicht. Soll ich mal auf mal... knistert der Ton eigentlich nur bei mir? Weiß ich nicht. Der Ton ist gerade absolut hakig. Stehst du stumm? Nö, eigentlich nicht. Ich versuche mal hier direkt da reinzusprechen. Ist das besser? Ich weiß nicht, was da jetzt passiert ist, warum der Ton hakt. Da gibt es wohl einen Gutschein, schreibt die Sewing Teenie. Ja, ich habe gedacht. Ich habe ja mal gefragt, was ihr euch am meisten wünscht, was im Angebot ist. Ne? Der Ton knistert auch bei dir. Ich gucke mal, ob ich hier irgendwas machen kann. Ich habe mein Mikro aus. Der Ton kratzt ganz ordentlich. Wenn du dich nach unten bückst, ist besser. Vielleicht kannst du das Mikrofon ein wenig verstellen. Ich gucke mal hier in den Einstellungen, ob ich hier irgendwas drin sehe. Leider nicht. Okay, also wenn ich mich nach unten bück, knistert es nicht. Jetzt gerade bin ich nach unten. Ich laufe einfach nach unten gebückt weiter. Vielleicht hilft das. Also am Mikrofon ist nichts, was ich sehe, was knistern könnte. Es knispert und knuspert schon die ganze Zeit. Für mich aushaltbar. Okay, ich weiß jetzt leider nichts, um das zu beheben. Das Einzige wäre abzubrechen, um mich mit der Technik zu befassen. Dann würdet ihr aber die Gutscheincodes nicht bekommen. Ich gucke mal, dass ich beim nächsten Mal das irgendwie mit einem Bluetooth-Mikrofon vielleicht nochmal verbinde, dass das besser wird. Danke aber fürs Feedback, dann kann ich mir das nachher anhören und mich nochmal drum kümmern. Ich beeile mich dann ganz besonders, damit ihr das Kratzen nicht so lange aushalten müsst. Und zwar seht ihr ja hier schon, ich habe hier eine ganze Reihe an Farbkarten aufgebaut. Warum habe ich die aufgebaut? Ihr durftet euch ja was wünschen, wo ihr gesagt habt, das ist das, wo ich sagen würde, das ist was, das verkneife ich mir immer, weil ist jetzt nicht so ein nehmen wir mir eben mitpack in Einkaufswagen. Aber immer hier diesen riesigen Regenbogen, voll mit Farben. Es sind so viele Farben drin, wir kriegen kaum noch welche dazwischen. Wir müssen, glaube ich, schon nochmal wieder umbauen. Wir haben diesen riesen Regenbogen an Farben
und ihr da zu Hause sitzt da und habt vielleicht nicht das Glück, dass ihr mal eben in der Quiltzauberei vorbeikommen könnt, sondern dass ihr vielleicht eine lange Anreise, eine lange Fahrt habt, nur einmal im Jahr kommen könnt oder vielleicht ist es auch viel zu weit und ihr könnt gar nicht kommen. Deshalb haben wir diese schönen Farbkarten im Sortiment. Der arme Osterhase, das darf ihn nicht hören lassen, dass er jetzt im Angebot ist. Ja, er muss ein bisschen Platz machen, die anderen beiden Hasis. So, und da haben wir hier die Kona-Farbkarte für euch mit allen 365 Farben. Und wer die gerne mal alle zu Hause hätte, ne? Gibt so ein Ding, das heißt Rainbow-Bilder. Da könnt ihr die abonnieren und dann bekommt ihr jeden Monat 5 Farben davon, die zu euch nach Hause flattern. Optional auch mit den passenden, Aurifil-Garnkarten dazu. Und dann flattert euch die Sammlung nach Hause monatlich in kleinen Fünferpäckchen, 5 mal 1/2 Meter oder 5 mal 1 Meter. Rainbow-Bilder, also Regenbogen-Baukasten heißt das Abo-Programm bei uns. Das könnt ihr bei uns auf der Website abonnieren. Und dann seid ihr ab der nächsten möglichen Lieferung mit dabei. Solange uns das irgendwie möglich ist, könnt ihr das auch rückwirkend abonnieren. Das heißt, wenn da ein Monat dabei war, den ihr toll fandet, und wir können den noch schneiden, schneiden wir den auch nochmal nachträglich für euch und liefern den euch dann nach, wenn ihr das Abo abschließt und sagt, die vergangenen Monate, die ich schon verpasst habe, hätte ich auch gerne. Weil dann habt ihr im Laufe der Zeit irgendwann alle 365 Farben, ach, ich muss nochmal aufmachen, herrlich, alle 365 Farben zusammengesammelt. Lieber knistert es als abbrechen, das geht schon und ist nicht immer. Ja, ich wünschte gerade, woran es liegt. So, ihr wolltet die Kona-Farbkarte im Angebot. Wir haben ja alle 365 Farben, genau, Tini. Mein Spickzettel ist runtergefallen, den habe ich da runtergelegt. So, damit ich den gleich aufheben kann. Ich gehe mal von den Knien, tut langsam weh, ich werde auch älter. Dann wollt ihr natürlich immer die passende Aurifil-Garnfarbe finden. Und dazu gibt es natürlich hier diese hammergeilen Garnfächer, wo alle drauf sind. Und das Tolle ist, das ist nicht mehr wie früher so eine Karte zum Aufklappen, die dann doch etwas unhandlich ist, weil man will ja mal eben hier so, und das kann man jetzt, zack, raus, gucken, gehen zu Hause an die Stöffle halten und gucken, was man da so für eine Farbe braucht. Das ist jetzt mit der neuen Swatch-Card nämlich möglich. Und das Schöne ist, und das habe ich übrigens auch gemacht, um unser Rainbow-Builder-Programm zu planen. Und zwar, na, jetzt hängt er hier, da, so, könnt ihr da die Schraube einfach rausdrehen und könnt euch auch die Karten einzeln rausziehen. Und was ich auch gerne gemacht habe, um das abzugleichen, ist, ihr habt das ja sicherlich in einem der letzten Lives gesehen, diese habe ich alle ausgeschnitten, die einzelnen Plättchen. Habe hinten einen Magneten drauf gemacht und habe mir die auf eine Magnetwand gezogen. Und diese kleinen Plättchen kann man dann auch einfach hier runterschieben. Und zwar lupfe ich mir dann hier einfach den Faden kurz an. Lupfe mir den Faden an und schiebe das Plättchen drunter. Und dann kann ich perfekt gucken, ob auch nur ein Faden oder zwei Fäden gut passen. Weil wenn man natürlich so einen ganzen Flatsch nebeneinander hält, so geballt, wirkt die Farbe natürlich ganz anders, als wenn man die wirklich vernäht. Ne? Und das ist ein Fehler, den sehe ich sehr häufig, also auch wenn Kunden im Ladenlokal sind und spontane Spule Garn kaufen, dann nehmen die immer die ganze Spule, halten den hier an den Stoff und sagen, nee, ich weiß nicht, ich glaube, der Gelbton ist anders. Ja, auf den Blick der gesamten Spule verfälscht das auch ein bisschen. Wenn ihr damit wirklich sticken wollen würdet, ne, also ich sag mal so ein Patch sticken oder eine dicke Fläche sticken, dann wäre das natürlich schon wichtig, dass die Farben identisch sind. Besser ist, man nimmt einfach ein Stück vom Faden, legt den hier drüber, über den jeweiligen Stoff, um das abzugleichen. Oder hier geht man dann nicht ran mit der Farbkarte und sagt, ja, welcher ist es denn? Ne? Dann kann man lieber ein Stück von dem Stoff nehmen, Eckchen von dem Stoff, kann das hier drunter schieben, kann das unter ein einzelnes Fädchen hiervon schieben, lupft die Fädchen ein bisschen an, schiebt den Stoff drunter und dann kann dann gucken, wie das wirklich wirkt, wenn das nicht, wenn das nicht eine ganze Flatschen an Garn ist. Ne? So. Dann haben wir auch noch, und die sind auch alle hier im Regenbogen, das gesamte Sortiment von 168 Shadowplay-Stoffen. Und da gibt es ja momentan Auslauffarben. Die erkennt ihr bei uns im Webshop daran, dass sie die Artikelnummer WWDW, wenn weg, dann weg haben.
Allgemeiner Tipp, wenn ihr WWDW bei uns in die Suchmaske eingibt im Webshop, kommen alle Artikel, die auslaufen. Das sind alles Artikel, die wir nicht mehr beim Hersteller nachbestellen können, wo wir schon wissen, wenn die weg sind, sind die weg. Wir haben also auch die Farbkarte mit allen 168 Shadowplay-Stoffen. Wow! Wir haben alle neuen Farben da. Das waren, oh, wie viele waren das? Ich glaube, 61 neue Farben, 62 neue Farben. Die sind Anfang des Jahres rausgekommen. Und wir haben natürlich auch noch welche von den alten auslaufenden Farben da, die WWDW-Farben. Die sind nur, solange der Vorrat reicht. So, jetzt hat Maywood Studios, der Hersteller, uns echt ein Ei gelegt und geärgert. Habe ich auch ein paar böse E-Mails erhalten und ein paar freundlichere Hinweise von der Kundschaft. Und zwar ist das echt ein bisschen ungünstig. Ich gebe ja zu, dass das ungünstig ist, aber ich habe die Entscheidung nicht getroffen. Ich hätte sie so wahrscheinlich auch nicht getroffen. Und zwar hatten wir vorher das Problem, dass wir Farben hatten, die andere Namen hatten. Wir hatten zum Beispiel zwei Farbcodes. Ja, und deshalb haben wir euch immer, ihr kriegt ja immer Sticker bei uns auf die Basic-Stoffe. Wir schreiben auf die Basic-Stoffe mal den Farbcode drauf. Also wir schreiben QXBS statt Scuba Blue oder Q5 statt Aqua. Weil in der alten Farbkarte gab es mehrere Farben, die hießen Turquoise, Türkis. Es gab zwei Farben, die hießen Cyan. Es gab mehrere Farben, die hießen einfach nur Green. Und dann ist natürlich die Verwechslungsgefahr riesig. Was sie jetzt gemacht haben, ist, dass die gesamte Farbkarte überarbeitet wurde in den Namen. Das heißt, wenn ihr, ich sag mal, letztes Jahr einen Stoff gekauft habt und der hieß damals noch Q5 Turquoise, sagen wir mal, dann ist Q5 immer noch exakt der gleiche Stoff. Er heißt jetzt nur Aqua. Also manche haben neue Namen bekommen. So. Wer sagt, boah, das ist mir alles zu verwirrend und jetzt finde ich den Stoff nicht mehr, ihr könnt uns gerne eine E-Mail schreiben, beratungsteam@quillzauberei.de. Ich schicke euch eine Liste. Ich habe mir die Mühe gemacht, das hat mich 2 Arbeitstage gekostet, jeden einzelnen Stoff durchzugucken, wo sich der Name geändert hat, welcher ausläuft und Co. Ich habe damit Excel-Tabellen gemacht, die kann ich euch die PDFs zuschicken. Schreibt mir eine E-Mail, beratungsteam@quillzauberei.de, und schreibt, hey Ina, kannst du mir bitte mal das PDF schicken mit der Liste, wie sich die Farbnamen geändert haben. Da habe ich eine Liste, exakt welche Farben auslaufen. Ich habe eine Liste, welche Farben neu sind, und eine Liste, wie war der alte Name und wie heißt der Stoff jetzt. Wer das gerne hätte, wie gesagt, schreibt mir eine E-Mail, stelle ich euch das gerne zur Verfügung. Also die Shadowplay-Farbkarte und neu im Bunde, Trommelwirbel, ist jetzt auch im Webshop ganz normal eingelistet für den Verkauf zu haben, die Ruby Star Society Speckled Farbkarte. Denn auch bei den Speckles, wir führen alle Farben, die es da so aktuell gibt. So, mein Problem aktuell, die Stoffe sind alle auf einem festen Papier geklebt, mag ich nicht so gerne. Ja, das ist, je nach Hersteller macht das anders, ne? Also bei Kona sind die komplett verklebt. Wer das Knacken gehört hat, das war jetzt nicht das Rascheln im Mikrofon, das waren meine Knie. Ja, das ist so, ab einem gewissen Alter. Hier haben wir die natürlich alle auf einer, also die haben die alle auf eine Pappkarte geklebt, aber auch hier, die kann man alle, wenn man möchte, nach und nach sich runterziehen. Ne? Also die kann man auch entfernen und sich Magnete draus machen, wenn man das lieber haben möchte. Manche haben die auch als Karteikarten in kleinen Schatullen, ist auch eine Möglichkeit. Bei der Ruby Star Society hängen die relativ lose. Und auch doppelt. Also hier ist kein Backing drauf. Da ist nichts, keine Fließeinlage oder Stabilisator oben drauf. Da haben wir alle Ruby Star Society. Jetzt, wo ich alle Speckles endlich zusammengetragen habe, kommt die Karte. Ja, Polala, danke, dass du endlich alle Speckles zusammengesammelt und manuell beschriftet und dir eine eigene Farbkarte gemacht hast. Nur weil du das gemacht hast und geschafft hast, hat Ruby Star Society Umoda sich gedacht, jetzt hören sie endlich auf uns und machen endlich eine Farbkarte zum Kaufen, damit die Nächsten sich nicht so viel Arbeit machen müssen. Es tut mir leid, es ist jetzt nicht so, als hätte ich mir das nicht seit Jahren gewünscht und seit Jahren gesagt, Mensch, das ist aber eigentlich schon ein bisschen wichtig, dass man für so einen Basic-Blender, den man immer kauft und immer braucht und der immer im Sortiment ist, vielleicht mal eine Farbkarte hätte. Jetzt ist sie da. Und mit zu dem Gutscheincode nehme ich auch das Flieseline-Heft.
Da sind, ich habe leider vergessen, mir es aufzumachen, hier können wir ein bisschen reingucken. Da sind Vlies- und Stabilisatorenmuster drin von allem, was es aktuell so gibt. Da könnt ihr dann natürlich Fliese, Stabilisatoren für Taschen und Co. auch daheim bequem aussuchen. Also alle die Farbkarten, die ich euch jetzt gerade gezeigt habe, so jetzt nehme ich mal meinen Spickzettel vom Fußboden, haben wir am VIP-Shopping-Wochenende im Angebot mit 10% Rabatt. Für 10% Rabatt müsst ihr allerdings die nicht nur in euren Warenkorb reintun, sondern im Warenkorb auch einen Gutscheincode eingeben. Und der Gutscheincode lautet Farbwelten. Großes F, der Rest Kleinbuchstaben. Farbwelten. Farbwelten für 10% Rabatt auf alle unsere Stoffmusterkarten, auf das Aurifil Swatchbook. Und auf das Flieseline-Heft noch dazu. Joa, dann, was haben wir denn hier noch alles? Ich gehe mal mit euch rum, dann können wir nicht so viel vergessen. Wir gucken. Ah, der Stoff ist auch neu gekommen. War natürlich, ne? Ich glaube, für die alle Swifties, für alle Taylor Swift-Fans ist das ein Must. Genauso wie für alle Kansas City Chiefs-Fans. Das sind die Freundschaftsarmbänder. Habt ihr den Freundschaftsarmband-Hype eigentlich schon mitbekommen oder noch nicht so? Also ne, die Nummer 87, wisst ihr Bescheid. Die wissen, die in the loop sind, in the know, you know. Footballs, kleine Disco-Kugeln und Co. als Freundschaftsarmbänder, Red Kingdom, Kingdom Era, Lovers in KC, also in Kansas City, What a Catch. Ja, die auch die so ein bisschen die Liebesbeziehungen in der Klatschpresse mitverfolgt haben, wissen da, glaube ich, auch Bescheid. Hier ist nochmal das schöne Kursmodell von dem Kurs von der Christel, den wir dann demnächst terminlich Bescheid geben werden. Da müssen wir noch einen auskaspern. Wir wollten das nämlich eigentlich an dem Wochenende machen, wo wir das den Queen of Diamonds Social jetzt gelegt haben. Das war ursprünglich der Termin für den für unseren HST, Half Square Triangle Patchwork Workshop. Aber Queen of Diamonds war jetzt dringender, weil der läuft nun mal aus. Also machen wir erst ein Queen of Diamonds Social und dann mal ein HST Workshop mit Christel. Wer das nicht verpassen möchte, abonniert auch unseren Instagram-Kanal, abonniert auch unseren Newsletter, damit ihr da Bescheid bekommt. Hier steht gerade noch, was wir noch haben von der aktuellen Kollektion und der vorherigen Kollektion von Zen Chic, Brigitte Heitland. Ich glaube sogar die einzige deutsche Designerin, die wirklich regelmäßig für die amerikanischen Patchwork- und Designhäuser Kollektionen macht. Es gibt ja die ein oder andere, die mal einmalig eine Kollektion macht mit Benatex meistens, aber wirklich bei Moda langfristig als Stammdesignerin muss man ja mal sagen, Brigitte, Hut ab. Representing Germany. Finde ich gut. Werft vielleicht noch mal einen letzten Blick auf die Pyramide mit den Tula Pink Haustieren, mit der Besties-Kollektion. Weil, wenn wir uns das nächste Mal sehen, steht hier bestimmt schon Roar und dann geht es hier dinotastisch ab. Und dann wandern die darüber in unsere demnächst Out-of-Print-Ecke oder irgendwann dann da oben zu unseren ganz, ganz dollen Out-of-Print-Schätzchen. Klappt bei mir wieder mal nicht. Geht er bei euch? Jetzt bin ich unsicher mit dem Code. Okay. Der Code Farbwelten funktioniert nicht. Wir gehen hier an unseren PC. Wir gehen hier gemeinsam ins Büro. Die Ina hat das noch ausprobiert vor dem Live. Ja, der neue Webshop kommt. Ja, das gestaltet sich gerade alles ein bisschen schwierig. So, alle Farbkarten, da seht ihr, hat sie einprogrammiert. 10% bis Mitternacht. Da Code Farbwelten, da Farbkarten. Hier nochmal in Shop exportieren. Und dann hoffen wir, dass das jetzt klappt. Übrigens, wo wir gerade hier am PC sind, kann ich euch mal auch noch was anderes Cooles zeigen. Wenn ihr hier geht auf Stoffe, sortiert nach Farbe zum Beispiel, dann seht ihr ja hier die Filtermöglichkeiten. Und dann könntet ihr auch sagen, ich habe das Aurifil Garn Antique Blush zu Hause. Welcher Stoff passt denn gut dazu? Da, Suede. Schlägt er dir direkt vor. Oder ihr könntet auch sagen, Mensch, ich will ein Legit Kids nähen. Ich brauche die Farbe AF. Welche ist denn das? Klickt ihr da rein. Zack, Legit Kids AF Saffron. Sucht ihr die für euch raus. Dann könnt ihr sagen, bitte zeig mir nur Stoffe aus Leinen. Leinenstoffe.
zeigt mir nur Stoffe hier mit Gold. Dann zeigt er euch nur Stoffe mit Goldakzenten. Da arbeiten wir gerade dran für die neue Website, damit die noch besser wird. Es ist so unheimlich viel Arbeit, die man im Hintergrund noch machen muss, bevor man endlich mal alles neu macht. Aber diese Funktionalitäten sind jetzt schon da. Und was wir auch gemacht haben, ich zeige euch mal, ihr könnt ja hier sortiert nach Designer. Ja, dann seht ihr zum Beispiel, was ich, Lips Elliot, Odile Bayeul, Kay Fessel, Tula Pink. Ihr klickt drauf, welchen Designer ihr sehen wollt. Und dann seht ihr nur Artikel von dem Designer. Ihr könnt nach Farbe sortieren, das hatten wir gerade. Ihr könnt nach Stoffkollektion sortieren. Dann könnt ihr dann hier zum Beispiel, ist dann immer alphabetisch. Hier, zack, Tabby Road, klickt ihr da drauf, seht ihr nur Tabby Road Sachen. Oder ihr geht auf sortiert nach Thema. Na, was weiß ich, Modestoffe, geometrisches, Line, Vintage, Uni, Tilda, Quiltstoffe, Filzstoffe, Basicstoffe. Na, und dann könnt ihr da auch jeweils in die Kategorie klicken. Auch hier habt ihr die typischen Filtermöglichkeiten alle nochmal dazu. Oder, und das, was ich gerade mit Shadowplay zeigen wollte, oder auch mit Kona, kann ich es euch auch zeigen. Zap. Kona, keine Ahnung, ich tippe mal einen ein. Wir nehmen mal Kona Silver, einfach so. Silver schreibt man mit S, Ina. Kona Silver, klickt da drauf und da könnt ihr auch hier in der Beschreibung gucken. Da ist übrigens die Lagerprognose. Da seht ihr, wie viel haben die denn gerade da? 27,1 Meter haben wir gerade im Regal. Und wenn ihr hier auf mehr Anzeigen klickt, dann seht ihr auch nochmal hier zusätzliche Infos. Ne? Wie ist denn die Farbe so ungefähr? Hellgrau, Pastellgrau. Wie ist denn das Legit-Kit-Kürzel? B, welches Garn empfehlen wir? 6724 Moonshine empfehlen wir dazu. Ne? Da haben wir das alles für euch eingelistet, dass ihr das alles auch auf einen Blick habt oder halt auch danach halt filtern und suchen könnt, damit es ein bisschen leichter für euch wäre. So, der Code funktioniert jetzt. Jetzt geht der Code ja anscheinend. Hat irgendeine Deppin vergessen, auf in den Shop exportieren zu drücken. Danke fürs Bescheid sagen. Kleine Wünsche erfüllt die Ina gerne sofort. So, hier haben wir, da habt ihr ja auch letztes Mal Kräft bestellt und wir auch schon wieder nachbestellt. Die Rückseitenstoffe auch nochmal von den Shadowplays. Die Farbcodes sind übrigens die gleichen wie auf der regulären Shadowplay-Farbkarte. Das heißt, hier der Farbcode O2 als gebürstete Baumwolle, als weicher Kuschelflanell, ist die gleiche O2 wie auch in dem normalen Baumwollsubstrat. Ja, manche sind übrigens immer wieder verwundert, dass wir auch Kunstleder haben. Wir haben auch rollenweise Kunstleder, ganz viel von Zwarfing, die üblichen Maro, Mara und Mora und Rex. Wir haben Vinyl, wir haben hier Glitzerkunstleder. Wenn jetzt die Schultütennäherei wieder losgeht, brauchen wir auch ganz viel Tüll und in der Hochzeitssaison Holo-Kunstleder, ne? Das vermuten ja viele bei uns nicht, ist aber da. Ah, da kommt jetzt auch bald wieder was Neues von Ruby Star Society. Aber noch nicht. Noch nicht in diesem Monat. Wir haben ganz viele Rückseitenstoffe, regalweise. Unsere Novelty-Motivstoffecke mit ganz, ganz vielen Lizenzstoffen. Dann gehen wir weiter in unsere K-Facet-Abteilung. Und hier haben wir übrigens auch richtig wieder aufgestockt. Wir haben vorm VIP-Shopping packen wir ja immer unsere Kisten zusammen. Unsere Mystery. Ach, guck mal, können da ein bisschen reinlügen haben, was hier gerade so in den Mysteries drin ist. So ein bisschen kann man ja durchs grüne Papier lünkern. Da ist immer jetzt ein Fundstoff drin, in so einem Fundspaket. Hier haben wir ein Pfund K-Facet-Stoffe, verschiedene K-Facet. Stoffreste und Ballenenden, da sind immer mindestens 10 cm lang oder 90 cm, also mal Stoffbreite dann oder Fettquarter. Hier haben wir Kinderstoffe verschiedene und Lizenzstoffe als Mystery Bundle, sind dann günstig, man kann dann ein schönes Schnäppchen machen, aber man hat keine Ahnung, was man kriegt, Morris und Co. Fund. Übrigens, ich wundere, manchmal sind auch Stücke drin, die sind kleiner als 10 cm, die sind aber mal gratis drin, die werden nicht mitgewogen, die legen wir hinterher so noch mit oben drauf, falls jemand ja, patchworkt und doch noch einen kleinen Stoff auch will. Ne? So, dann haben wir noch ein Tula Pink Fundspaket. Wir haben die Kona-Funds-Pakete, ne? Wir haben auch normalerweise noch Shadowplay und wir haben die auch von Speckled natürlich, aber halt immer so, wie Stoffreste und Ballenenden anfallen. So, jetzt sehen wir hier was. Kann ich das euch zeigen? Ja, ich stelle mich mal mit meiner Runkelrübe davor, da.
Das da, seht ihr das hier? Das ist übrigens der Stapel RAW-Vorbestellkartons. Lagern wir eher in meinem Außenlager. Na, die das noch nicht mitbekommen haben, wir haben extra einen Raum gemietet. Wenn ihr Stoffe vorbestellt und die sind erst in zig Monaten lieferbar und ihr bestellt schon Sachen dazu, weil ihr vielleicht genau die Tasche nähen wollt oder genau das Quiltkit, dann müssen wir natürlich alle Beistoffe, alles Zubehör und Co. schon mal an die Seite legen, damit bis die Stoffkollektion kommt, das dann auch wirklich noch vorrätig ist. Das packen wir dann natürlich hier schon in so Kartons rein, ja, in diese ganzen Kistchen da. Und lagern das dann extern aus. Das wird in der Regel einmal in der Woche dann weggefahren ins Außenlager. Und dann, wenn es so wie jetzt heißt, RAW steht in den Startlöchern und kommt wahrscheinlich nächste Woche, dann fahren wir dahin. Manchmal auch mehr als einmal, wenn es nicht ins Auto geht. Da seht ihr, das ist so ein Packwagen voll. Und da stehen jetzt die Kartons von allen, die vorbestellt haben. Und sobald RAW da ist, werden wir im Akkord schneiden. Wir werden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wieder eine Nachtschicht machen. Und dann machen wir die alle fertig, dass die dann auch alle ja, zu euch so schnell, wie uns das irgendwie möglich ist, auf dem Weg sind. So, dann haben wir hier unsere Zubehörwand. Mit ganz, ganz vielen schönen Sachen. Übrigens, Magic Pins war ich auch auf der Messe. Ich habe euch da auch eine was mitgebracht. Die Magic Pins mit den Buchstaben, die hattet ihr euch ja gewünscht, dass wir die auch mit ins Sortiment reinnehmen. Die haben Buchstaben. Auf der anderen Seite sind auch noch Zahlen und Pfeile mit dabei. Ne, so schaut das aus, damit man seine Nähsachen ein bisschen besser organisieren kann. Ich habe nochmal Sew-Tights bekommen. Bei einem kleineren Großhändler habe ich noch welche gefunden. Das sind die Tula Pink Sew-Tights. Limited Edition gibt es offiziell ja schon nicht mehr. Ne? Also die sind bei Sew-Tights schon eingestellt. Tula hat auch schon vor ein paar Monaten Bescheid gesagt in ihrer Story. Gibt es nicht mehr. Ne? Hier, so viele haben wir noch. Wenn die weg sind, haben wir die auch nicht mehr, kommen wir auch nicht mehr ran. Der rote Flanell ist auf alle Fälle großartig von Shadowplay. Sehr zu empfehlen. Hast du ihn schon vernäht, Polala? Da kann man echt einen Shopführerschein machen in eurem Shop. Ja, also wenn der neue Webshop kommt, werde ich auch einige Videos einfach dazu machen, wie man manche Sachen super leicht findet. Ihr könnt natürlich aber auch immer gerne fragen. Ne? Also wenn ihr was nicht findet, sprechen. Da ist auch schon mal hier für RAW ganz toll. Tristan und Trixie Triceratops, Timmy T-Rex, den finde ich auch sehr geil. Den haben ja schon viele, relativ viele in Vorbereitung gemacht für Tula Pink. Ich glaube, Strawberry Quilt Cake hatte die auch gemacht. Timmy T-Rex habe ich allerdings noch nicht gesehen. Da freue ich mich schon drauf, den aus RAW zu sehen. Dann haben wir Coco Chameleon, da oben ist er auch nochmal. Hat gerade das Halsband an, was die liebe Shadi für uns genäht hat. Die nähende Elfe auf Instagram. Patch the Pussycat, Gertrude the Guinea Pig, Harmony the Highland Cow. Konnte ich nicht dran vorbeigehen. Und Horsey Horse, also als Pferd oder Einhorn. Die Magnete sind der Hammer. Habe sie jetzt da am Weh das erste Mal verwendet. Ja, Nähmagnete sind echt geil. Also die Heavy Duty habe ich auch wieder gebraucht, als ich zum Beispiel meine Tasche genäht habe. Vorne die Project Bag, die müssen bei mir auch einfach immer mit dabei sein. Ne? Ansonsten das große Sortiment von Patterns by Annie. Ganz viele Schnittmuster, Anleitungen, ganz, ganz, ganz viele EPP-Sachen. Von der Messe mitgebracht habe ich auch neue Messemuster. Und zwar von neuen Nadeln. Es gibt ja einmal die Jeans-Goldnadeln. Es gibt jetzt auch die Topstitch-Goldnadeln. Die habe ich auf der Messe bestellt. Die kommen dann auch demnächst. Und ich habe noch schwarze, wie heißen die? Schwarze Black Edition Super Stretch-Nadeln bekommen. Die sollen auf der Kuh, auf der Quiltmaschine, auch richtig gut zum Quilten sein. Die probieren wir aber erstmal aus, bevor ich das aufnehme ins Sortiment. Ja, probiere ich die erstmal, ob das auch wirklich Sinn macht zum Quilting. Die Petra ist eine super patente Frau bei Schmetzi, ja, gibt mir immer so viele Tipps. Ich habe mir auch also Nadel-ABC auf der Messe mitgenommen. Ich habe natürlich nicht nur eins, wir haben mehrere. Wer eins möchte, bestellt sich einfach gratis eins im Webshop mit. Da ist auch in der Produktbeschreibung von den Nadel-ABCs ist ein Gutscheincode versteckt, wie ihr das dann gratis bestellen könnt. Da findet ihr dann auch eine Fibel drin, welches Material, welche Nadel und so weiter. Wenn ihr im Ladenlokal vorbeikommt, könnt ihr euch auch übrigens auch unsere Mustermappe angucken. Da seht ihr, wie die verschiedenen was die verschiedenen Nadeln alles können und wofür die gut sind. Da hängen unsere ganzen Bernina-Zubehörfüße, Quiltfüße und Co.
Und, ach ja, da habe ich auch noch was für euch vorbereitet. Und zwar habe ich gedacht, es wäre heute doch mal wieder an der Zeit, euch daran zu erinnern, dass euer Rollschneider, gottverdammt nochmal, mal wieder eine frische Klinge verdient hat. Aber nicht nur euer Rollschneider hat mir endlich wieder eine frische Klinge verdient. Nein, auch du, ja genau du da, du hast auch mal endlich wieder eine frische Klinge verdient, weil mit einer frischen Klinge schneidet sich das 100-mal besser. Und wenn man mit einer frischen Klinge schneidet und nicht mit einer ollen, stumpfen Klinge auf seiner Schneidematte rumjuckelt, dann sieht die Schneidematte auch nicht aus wie Hupe. Also, meine freundliche Erinnerung, genau Isabel Pi, genau du, hoch erwischt, so ist es nämlich, so ist es. Ich wollte dich jetzt auch nicht direkt ansprechen, aber du bist hier in feinster Gesellschaft, ne? Wenn ich mich jetzt hier so umgucke unter den 100 Zuschauern, da sind doch schon die ein oder anderen dabei, die jetzt länger wieder keine frische Klinge reingemacht haben, weil Geiz ist da nicht geil. Ihr macht euch nur eure Matte kaputt, ne? Yes, neue Klingen sind so toll, ihr schreibt es ja selbst. Also, damit ihr das jetzt endlich mal macht, ja, gibt es 25% Rabatt auf die 45 mm Endurance Blade, ja? Auch eine Endurance Blade, weil ich weiß, ihr reitet ja darauf gerne rum bis nach Holland, bis sie richtig, richtig Schrott ist. Und dann habe ich gedacht, sind die Endurance Blade im Angebot, ja? Die sind schon was langlebiger, auch nicht unendlich, nur mal so dahingesagt, auch nicht unendlich. Einmal im Jahr eine neue Klinge ist nicht genug, außer man näht nur einmal im Jahr. Dann könnt ihr euch natürlich auch gerne 2 oder 3 bestellen oder 5, ne? Damit ihr die häufiger mal wechselt. Und zwar kriegt ihr 25% Rabatt auf die Endurance Blade mit dem Gutscheincode langlebig. Großes L und der Rest klein. Langlebig. Also langlebig mit G. Großes L, dann klein weiter ANGLEBIG. Langlebig, 25% gibt es auf die Endurance Blades. Solange der Vorrat reicht oder bis einschließlich diesen Montag. Je nachdem, was halt zuerst kommt, ne? Hab mir gerade neue bestellt und gleich getauscht. Es ist ein Wahnsinnsunterschied, schreibt die Caro. Ja, definitiv. Tun, tun, tun. Und das schadet auch nie, welche im Vorrat zu haben. Ne? Und ich sag mal, bei diesen Preisen muss man reisen. Oder wie war das? Ne? So, die Endurance-Klingen sind echt gut, schreibt auch die Andrea. Oh, ich schäme mich. Ich wechsle sie so selten, die Klingen, schreibt die Lisa. Ja. Einmal ab in die Ecke schämen, aber dann ist auch gut. Dann einfach Endurance Blades jetzt mit 25% Rabatt bestellen und endlich mal wechseln. Ihr habt euch gutes Handwerkszeug verdient. Ihr müsst nicht auf den alten Klingen rumjucken. Das macht ja auch gar keinen Spaß. Ja, und dann gehen wir hier weiter. Da haben wir ganz große Auswahl an Quilting Rulern und natürlich auch an den Creative Grids Linealen. Und auch Mattenreiniger für die nicht regelmäßig sauber machen, ne, die dann schon so ein bisschen Vlies und Kram in den Schlitzen drin stecken haben, in den Schnittwunden, kann man damit rausrubbeln. Bis zu einem gewissen Grad, wenn ihr die schon ganz kaputt gemacht habt, dann hilft auch der Mattencleaner nichts mehr. Ne? Dankeschön, Ina. Ja, Kopfschruppen kann ich auch schon mal. Klingen sind Verbrauchsmaterial. Richtig. Klingen sind Verbrauchsmaterial und Nähnadeln sind übrigens auch Verbrauchsmaterial. Die Nähnadel wechselt man, bevor die bricht. Wenn die bricht, war schon zu spät. Ne? Ja, wir lernen ja nie aus. Ne? Irgendwann lernen wir das alle mal. Meistens schmerzlich dann, wenn uns das um die Ohren fliegt oder wenn die Schneidematte schon kaputt ist. So, jetzt habe ich das hier gefunden. Das gehört eigentlich nicht da hinten hin, aber hier ist der Haken auch weg. Okay, ich hänge das einfach mal da oben drauf. Sagt das keiner meiner Mitarbeitern, dass ich das einfach da oben drauf gehangen habe? Die kriegen immer von mir Ärger, wenn die Produkte falsch weghängen. Und plötzlich hier, wo das Handyquilter Versa-Tool hinkommt, einfach das hier hängt. Ne? Dann bestelle ich ja hinterher das Falsche nach. Das wollen wir ja nicht. Also, ne? Nähnadeln sind auch Verbrauchsmaterial. Ne? Neues Projekt, neue Nähnadel. Spätestens dann. Großes Projekt, wie eine By-Any-Tasche mit Vinyl, Kunstleder und Co. Dann braucht so ein Projekt auch mal mehr als eine Nähnadel. Näht einfach viel besser. Ist auch viel besser für die Maschine. Maschine reparieren ist viel teurer, als da für 50 Cent so eine Nadel neu reinmachen. Ne? So, dann gucken wir mal noch, was haben wir denn hier noch so Schönes. Da hatte ich die Nähmaschine aufgebaut, aber ich musste noch schnell was zusammennähen, weil so ziemlich last, but not very least, ich habe euch versprochen, ich führe euch den Wollklepper vor. Ich zeige euch mal, wie der geht. So, ich spanne euch hier gerade mal in ein Stativ. Ein Quilt, eine Maschinennadel, besser ist das definitiv.
So, ihr hattet gefragt, wie funktioniert denn der Wollklepper? Ne? So, Ausrichtung nicht verfügbar, bitte drehe das Gerät. Okay, ich schiebe das Gerät, ich schiebe das Gerät ein bisschen. Zack. So, da haben wir unseren Wollklepper auf der Wollpressmatte und dann war die Frage, ja, aber wofür benutzt man das oder wie benutzt man das? Da gibt es natürlich mehrere Varianten. Ein Klepper ist ein traditionelles Schneiderwerkzeug oder Werkzeug aus der Schneiderei. Und zwar haben wir in der Regel ein unbehandeltes Holz. Es gibt Buchenvarianten, Eichenvarianten. Das Holz ist deshalb unbehandelt, weil das Holz muss Feuchtigkeit aufnehmen, das muss Dampf aufnehmen. Neu ist hier oder eher etwas ungewöhnlicher ist hier, das sind normalerweise zwei verschiedene Teile, ist ja dieses Holzstück bezogen auch mit Wollfilz. Ne? Der Wollfilz hat natürlich den gleichen Vorteil wie bei unserer Wollfilz-Bügelmatte, dass die Sachen, die Teile nicht so verrutschen. Das heißt, die ist ein bisschen grisselig. Das saugt quasi die Teile an. Also die Teile haften daran ein bisschen. Das hat den Vorteil, dass wenn ich darauf bügel, zum Beispiel Half-Square-Triangles, HSTs, ja, die sind ja meist so, dass die entlang der Bias, entlang des diagonalen Fadenlaufs zusammengenäht werden. Das führt natürlich dazu, dass gerade diese Seite eher stretchig ist, ne, als die andere Seite. Und wir dann hier den Stoff extrem dehnbar haben. Wenn wir jetzt unsere Nahtzugabe zu der einen Seite bügeln, wir machen das gerne mit Dampf, damit es schneller geht. Aber gerade mit Dampf verziehen wir uns das Ganze auch, hat die Wollfilzmatte oder die Wollpressmatte den Vorteil, dass das Ganze nicht so hin und her rutscht. Das heißt, von unten hier greift das so ein bisschen den Stoff, haftet den, hält den ein bisschen fest, so ein bisschen durch den Abrieb. Ich lese mal gerade. Und den Klepper schleiche ich auch schon ewig rum, schreibt Jan Renner. Vielleicht ist heute deine Chance. Nähte aufbügeln meine ich natürlich. Die Autokorrektur ist heute nicht mein Freund. Zickzack-Klinge gebrauchen. Ich liiere den Klepper, kann ich nur sehr empfehlen. Ach so, wahrscheinlich empfehle. Ich habe Nähte aufzubügeln gehasst, aber jetzt geht das super. Übrigens auch, wenn man zum Beispiel Ärmelnähte aufbügelt. Richtig. So, Game Changer fürs Aufbügeln, definitiv. Ich bin im Wollklepper auch erlegen, perfekt für Bekleidung und Patchwork, schreibt die Crema. Und die Bär schreibt, hat mehrere Klepper. Der mit dem Wollfilz ist der am meisten benutzte. Nähte aufzubügeln klappt super. Dann auf einer Filzmatte pressen und Klepper darauf. Nächstes Teil. Richtig. Also, wenn ihr das Ganze auseinander bügelt, normal auf der normalen Bügelfläche ohne Filzmatte drunter, dann schiebt ihr und dehnt ihr den Stoff eher mal. Wenn ihr den Stoff dehnt beim Bügeln und der Stoff sich verzieht, werden eure Blöcke ungenau. Das ist also einmal der Sinn der Filzmatte, dass das so ein bisschen hält. So, dann gehen manche hin und bügeln ihre Nähte gerne auf. So, da muss man ja normalerweise hingehen und das Ganze so möglichst festhalten. Dann sich den Finger verkokeln, das Ganze, ne, so ein bisschen. So machen es die meisten, wird dann ein bisschen ungenau. Generell bin ich übrigens gegens Aufbügeln, aber das ist ein anderes Thema. Für mich gibt es sehr wenige Fälle, wo Aufbügeln die beste Lösung ist. In der Regel bügelt man zur dunkleren oder zur blickdichteren Seite des Ganzen. Und da seht ihr, wenn ich so rübergehe, dann schiebe ich schon wieder den Block. Ich kann es besser hier hinlegen auf die Wollpressmatte, wirklich pressen. Also nicht hin und her bügeln, nicht wischiwischi, sondern pressen, zack drauf, abwarten. Und dann wird das meine perfekte Naht. Anders kann man das natürlich hier auch auf dem Wollklepper machen. Der Wollklepper hält den Block auch fest. Ich kann das Ganze einmal aufpressen. Ich mache das auch gerne hier mit dem Seam Roller. Ich mag gerne den von Violet Craft. Ich finde auch ganz toll, dass der jetzt nicht mehr schwarz eingefärbt ist, der Griff, sondern Naturholzgriff, lieber mit der eingelaserten Schrift, statt das Schwarze mit dem Drucken, weil man sehr schwitzige Hände hat und im Laufe der Jahre des Gebrauchs die Farbe rubbelt man doch irgendwann ab. Das heißt, ihr könnt das hier rüberlegen und könnt das mit dem Seam Roller einmal schon mal vorrollen, plattrollen, auflegen auf den Klepper, hier mit dem Bügeleisen drauf und kann hier auch einmal dampfen, wer möchte. Wäre klug gewesen, wenn ich Wasser reingefüllt hätte vor dem Live, da wird das jetzt auch dampfen. Wie ihr seht, sehen Sie hier nichts, das ist jetzt natürlich wieder dumm gelaufen. Ne? So, einmal rüber gebügelt und dann hat man das hier auch perfekt auseinander gebügelt. Kann den auch nochmal, wenn man möchte, nochmal Dampfstoß drauf geben, geht jetzt natürlich nicht.
legt dann den Klepper drauf. Und der Klepper, das heißt der Holzteil des Ganzen, absorbiert jetzt die Restfeuchte und die Resthitze. Dass die Naht unten drunter kühlt aus, deshalb ist es auch so lang, wir haben ja auch mal größere Blöcke. Die Naht kühlt darunter aus und wir haben eine wirklich absolut perfekte, präzise, platte Naht. Was man natürlich auch noch machen kann, dafür finde ich das ganz toll, dass er so abgerundet ist. Das Ganze ersetzt auch ein bisschen den Schneiderschinken. Ich weiß nicht, ob ihr Schneiderschinken kennt, Bügelei kennen mittlerweile immer mehr. Schneiderschinken ist quasi so eine lange Bügelwurst. Ich lese nochmal eben vor. Und lecker riecht die Wohnung, wenn man mit viel Dampf bügelt. Toll, deine ganzen Tipps. Danke, schreibt die Bea immer von Herzen gerne. Ich möchte auch, wenn ihr einschaltet hier, dass ihr was lernt und dass ihr was davon habt, den Abend mit mir zu verbringen. So, eine andere Variante ist, ihr näht einen Schlauch, so wie diesen hier. Da fällt mir ein, ich habe gerade was vergessen. Guckt euch mal an, wie schön das hier liegt. Ich renne mal kurz weg und hol was. So, ich habe da extra mein Wendewerkzeug von zu Hause mitgebracht, damit ich euch den Rest auch zeigen kann. Ihr habt also so einen schönen Stoffschlauch genäht, entweder für kleine Trägerchen von eurer Bluse oder als Taschengriffe. So, und dann müsst ihr diese Naht hier aufbügeln. Ne? Ihr wollt ja, dass das schön flach legt, nachdem ihr das wendet. Ich nehme dann gerne mein Wendewerkzeug. Ich stecke das Wendewerkzeug normalerweise rein. Zack, da rutscht dann bis unten durch. Geht mit dem Stäbchen dagegen. War übrigens mein allererstes Video hier auf YouTube, dass ich ein Video gemacht habe, ohne Ton, in mittlerweile für heutige Verhältnisse absolut grottenschlechtester Videoqualität. Ich glaube, vor 17 Jahren habe ich das Video gepostet, mein erstes YouTube-Video. Wie man den benutzt, einfach nur damit wir ein kleines Video in unserem damaligen Webshop hatten, wo man sieht, was man damit macht. So, jetzt habt ihr es gewendet, jetzt habt ihr ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder ihr bügelt das Ganze so platt, dass hier diese Naht am Rand ist, ja. Nachteil ist, wenn ihr das nicht exakt genau aufeinander bügelt, dann sieht man immer von irgendeiner Seite mehr von dieser Naht, als man soll. Von vorne guckt man drauf, super schön, von der Seite, ja, super Naht. Nicht ganz so optimal. Schöner wäre ja, wenn die Naht hinten nach Möglichkeit in der Mitte wäre. So, was machen dann die meisten? Legen den so hin, den gewendeten Streifen, bügeln hier drüber. Schön drüber gebügelt. Was passiert auf der anderen Seite? Ich mache es mal einfach mal hier ein Stück vorne. So, wir legen den so hin, gucken, dass das so Augenmaß möglichst mittig ist, bügeln hier drüber. So, ich wende das mal wieder zurück auf rechts. Dann ist das hier schön platt, das ist in der Mitte. Und ich kann schon spüren, dass die Nahtzugabe mal nach links ist, mal nach außen, mal nach rechts. So, ich wende mal wieder auf links, damit wir uns das Dilemma von innen angucken können. So, und dann sehen wir hier, dass der hier innen total faltig gebügelt ist, dass er sich hier nach da gelegt hat, hier vorne am anderen Stück, ne, zur anderen Seite. Hier, wo ich gerade vorgedingselt habe, ist er auseinandergegangen und ab diesem Punkt ist er dann auch wieder zu einer Seite gegangen. Also irgendwie dann hinterher nicht so schön, weil man merkt das natürlich auch im Inneren seines Trägers, ne, wenn man den hinterher so auf der Schulter trägt für eine Tasche, dass das irgendwie ein bisschen knubbelig ist, irgendwie ein bisschen ungleichmäßig. Ne? Das wollen wir halt gerne vermeiden. So, und deshalb können wir jetzt hingehen, ach, hier zeige ich euch nochmal, das ist noch ein anderer Nachteil des Ganzen. Wir haben jetzt hier so eine Bügelnaht. Ne? Da seht ihr das, so eine Bügelfalz, so eine Bügelkerbe, weil wir das hier vorhin so zur Hälfte hatten und dann hat sich hier und da auch noch diese weitere Bügelnaht gebildet. Je nachdem, was man machen möchte, möchte man ja den gewendeten Schlauch nicht links und rechts nochmal absteppen, dann wäre egal, ob wir hier so eine Bügelfalte hätten. Eventuell möchte man den ja auch als Schlauch nehmen, ne? Mit einer Kordel füllen, ausstopfen für Puppenbeine, für Tilda-Puppen und Co. Dann wäre es natürlich schön, wenn die Nähte hier hinten auseinander gingen, nicht nur in eine Richtung liegen würden. Und wenn wir diese Nähte irgendwie hier auseinander gebügelt kriegen würden, außer das klassische, was die meisten machen. Ne, schön mit dem Finger vorweg, Finger noch vergurkeln, jetzt hält das hier wieder nicht, jetzt ist da wieder eine Wulst drin, jetzt gehe ich hier rüber, jetzt geht das Ganze schon weiter nach links, also irgendwie nicht so optimal. Und da hilft uns jetzt unser Klepper. So, ich tue das Katastrophenstück mal hier weg, deshalb habe ich mal zwei vorbereitet, damit der eine nicht schon ruiniert ist. So,
Eine Option, die ich jetzt hier habe, ist einmal den Klepper zu benutzen. Ich kann also auf dem Klepper meinen Streifen auseinanderfalten, mache meine Nahtzugabe nach links oder links und rechts, also auseinander, voneinander weg. Wer möchte, kann auch hier, na, wieder hier den Seam Roller von Violet Craft. Den benutze ich sonst übrigens immer für Foundation Paper Piecing hauptsächlich. Wenn man da nicht immer zum Bügeleisen rennen will und man hat ja viele Einzelstücke beim Foundation Paper Piecing, Nähen auf Papier Methode, dann kann man damit den Stoff auch einfach schön auseinanderrollen. Das ist ein super Werkzeug, um ohne viel Strom, ohne viel Energie direkt am Arbeitsplatz mal eben drüber zu rollen und kann mir den hier auseinanderrollen. So. Was ich aber schön finde hier für den Klepper ist, ich kann das schaffen, mir diese Naht hier auseinander zu bügeln, ohne dass ich den ganzen Streifen platt bügel. Und zwar kann ich einfach nur mit der Sohle, mit der Spitze der Sohle auf meine Nahtzugabe gehen, kann die auseinander bügeln und bügel mir hier nicht gleichzeitig links und rechts, seht ihr das, ich bügel mir nicht gleichzeitig links und rechts eine Bügelfalte rein. Das heißt, ich bügel mir wirklich nur die Nahtzugabe platt. Am besten einmal, bevor ich den ganzen Streifen wende. Wenn ich dann zum Beispiel aus Patchwork-Resten oder Reststreifen auch einen Teppich zum Beispiel machen möchte oder so eine Kordelschale, dann habe ich nicht die blöden Bügelnähte da drin. Und so kann ich das dann einfach Stück für Stück machen. Eine weitere Option, die ich jetzt leider nicht zeigen kann, weil ich vergessen habe, da Wasser reinzumachen, ist, ich bedampfe den Klepper an sich. Ich bedampfe also das den Wollfilz mit dem Holz darunter, dass das schon mal Feuchtigkeit und Wärme annimmt. Dann kann ich das Ganze einfach hier drauflegen. Kann entweder hier mit der Hand drüber streichen und warten, dass die Wärme von unten, der Dampf von unten leicht hochkommt. Dann wird es auch platt. Oder kann es auch umgekehrt arbeiten. Hier bedampfen mit feuchtem, warmen Dampf. Und kann dann hingehen und kann mein, jetzt ist mein Bügeleisen hier im Weg. Zap. Kann hingehen. Mache hier Dampf und Wärme drauf und tupfe das quasi hier auf. Ne? Bleib einen Moment stehen, bis das platt ist. Nehme wieder die Wärme, den Dampf, die Restfeuchte, tupfe hier auf und drücke mir damit meinen Schlauch auseinander. Und damit habe ich halt einen perfekt gewendeten Schlauch, ideal für Puppenbeine, ideal für die Arme von Tilda, Püppchen und Co. Und habe halt hier links und rechts, ich mache mal den genauen Vergleich, ne? Habe hier nicht links und rechts mir schon zusätzliche Bügelfalten und Nähte reingemacht, habe die Nahtzugabe wirklich schön auseinander gebügelt, damit das auch eine regelmäßige Optik hat, gerade wenn ich den auch noch ausstopfen will und nicht so wie hier, ne, dass ich das dann plötzlich hier da zu der einen Seite wegklappe, da geht es zu der anderen Seite weg, hier habe ich noch andere doofe Falten drin. Das sind halt so die Nachteile, die bei der klassischen Art entstehen, die wir halt durch den Klepper umgehen können. Ne? Und die andere Seite ist, wie gesagt, unbehandeltes Holz. Wenn ich meinen Patchwork-Block habe, habe den auch vielleicht abgedampft, dann kann ich dann meinen Klepper einfach oben drauflegen, kann warten, dass der Klepper einen Moment die Restfeuchte, Restwärme aufnimmt und habe dann auch meinen Block gebügelt. Ist auch eine Idee, eine Art des indirekten Bügelns, ne? Gerade in Kombination auch mit einer Wollpressmatte, die nimmt ja auch die Wärme und die Feuchtigkeit auf und zirkuliert das Ganze dann noch, dass man da auch die Möglichkeit hat, dass das richtig, ja, richtig schön abtrocknet und richtig schön auch in Form dann auskühlt. Ich gucke mal, ob ihr noch andere Tipps habt, was ihr gerne noch mit den Kleppern macht. Danke für den Tipp, schreibt Karos Nähkram. Also wenn ihr noch zusätzliche Tipps zum Klepper habt, schreibt die gerne hier unten rein. Irgendwas, mir ist so, als hätte ich irgendwas gerade vergessen, aber ich komme gerade nicht drauf, was ich vergessen habe. Das hier ist übrigens das Turn-It-All-Tool, das Wendewerkzeug. Das ist in meinem Set mit drei verschiedenen Größen. Und da wurde ich auch noch gefragt, was macht man, wenn die Wollpressmatte nicht mehr so schön aussieht. Ihr seht, hier sind so ein paar kleine Flusen drin, ne, vom Stoff hier, da, ne, sowas, irgendwie hängt immer irgendwas dran. Dafür gibt es diese kleinen Cleaning-Tools, diese Rakel kann man übrigens auch für Wollpullis benutzen und damit rakelt ihr den Dreck und die Flusen einfach nur runter, da, zack. Und dann sieht die Wollpressmatte übrigens auch wieder aus wie neu. Also wie bei allem, nicht nur beim Rollschneider und bei den Nadeln und bei der Matte, ein bisschen Pflege, ne, müsst ihr nicht so oft bei uns was einkaufen, könnt ihr stattdessen lieber schön Stoff kaufen. Spannend, was man damit alles machen kann, schreibt auch noch die Lisa.
Ja, noch keine zusätzlichen Tipps. Keiner hat mir noch gesagt, was ich vergessen habe, damit zu zeigen. Irgendwas habe ich vergessen, damit zu zeigen. Naja, ich weiß es gerade nicht. Möchtet ihr denn Gutscheincode dafür haben? Ich finde, dann ist mal wieder Zeit, ein paar ordentliche Herzchen hier fliegen zu lassen. Dann haue ich euch auch doch glatt noch einen Gutscheincode rein, sobald mir wieder einfällt, wo ich den Zettel hingelegt habe. Ach ja, hier hinter mir. Da ist er ja. Da ist er ja. Und wollt ihr einen? Für Katzenkratzbäume geht das auch. Ach ja, das ist auch eine Idee. Für Katzenkratzbäume. Okay, also Katzenkratzbäume kann man damit auch sauber machen. Ein Tipp von der Monique. Ja, da wäre ich auch nicht drauf gekommen. Wo wir hier den Violet Craft vorhin in der Hand hatte, habe ich gedacht, da passt auch noch was anderes ganz gut zu. Und zwar die drehbaren Schneidematten. Die hatte ich euch ja schon mal in Instagram im Live gezeigt, wo ich euch die Grundlagen des Foundation Paper Piecing gezeigt habe. Wo gerade Thema Foundation Paper Piecing gerade wieder der Trend ist. Und das sind drehbare Schneidematten. Oben habt ihr eine Schneidematte, unten habt ihr einen kugelgelagerten Drehteller drunter. Und das hat dann den Vorteil, dass ihr das direkt bei euch neben der Nähmaschine, ich habe es meistens entweder hier stehen oder ich habe hier eine kleine Bügelpressfläche und auf der anderen Seite der Nähmaschine meine drehbare Schneidematte. Und da könnt ihr dann wirklich euer Foundation Paper Piecing drauflegen. Jetzt habe ich natürlich gerade keinen Rollschneider hier, okay, das ist jetzt mein Rollschneider. Wir stellen uns vor, das wäre mein Rollschneider. Könnt dann hier begradigen, dreht, begradigen, drehen, begradigen, drehen, begradigen. Und ihr müsst nicht immer das Teil nehmen, das Teil manipulieren, weil mit jedem Mal, wo ihr natürlich das Teil hochnehmt und woanders hinlegt, ne, und auf eurer Matte wieder dreht, manipuliert ihr natürlich das Teil, zieht dran, könnt wieder Nähte verschieben und Co. Ungenauigkeiten machen. So legt ihr euch das einmal ordentlich drauf. Schneiden. Schneiden, schneiden, nochmal schneiden. Sehr praktisch, gerade für Foundation Paper Piecing, aber auch für EPP, wenn ihr Motivschnitt machen wollt, ein sogenanntes Fussy Cutting. Ihr legt eure Zuschnittsschablone oben drauf und könnt dann drumherum schneiden. Und ihr müsst nicht die Schablone umlegen, ihr müsst nicht das Stück nehmen, versuchen die Schablone wieder zu positionieren. Ihr legt einmal euer Stoffstück drauf, was ihr schneiden wollt, legt die Schablone oben drauf, schneidet dann entlang der Schablone und dreht euch das Teil immer so in die Richtung, wie ihr gut schneidet. Ihr müsst nicht so wie ich früher, bevor ich eine drehbare Schneidematte habe, ich gerne den gemacht. Na, erst, ich bin Rechtshänder, erst mit rechts geschnitten, also einmal von hier, dann von hier. Von hier ist jetzt schlecht, ja, entweder so, oh, ich bin in die falsche Richtung ab, oder, ach ja, mache ich schon mit links, mache ich so. Ihr dreht einfach an der Matte. Ihr seht schon, ich kann schon kaum an mich halten, an der Matte nicht zu drehen. Da ist übrigens auch eine sehr häufige Frage, welche der Matten ist die richtige für mich? Es gibt die nämlich einmal in, ja, klein, 10 Inch, also etwa 25 cm Durchmesser. Und dann gibt es noch die große Mama mit 16 Inches. Die habe ich auch mal ausgepackt daneben, damit ihr mal den Größenvergleich seht. So, 16 Inches sind so etwa 40 cm Durchmesser. Na, ich guck mal, ob ich euch überhaupt so weit rauskriege, dass wir das hier sehen können. Nee, dafür muss ich euch aus dem Stativ nehmen. So. So groß ist das im Vergleich, ne? Also 10 Inches, 16 Inches, etwa 25, etwa 40 Zentimeter. Und ja, welche legt man sich denn da jetzt so neben die Nähmaschine? Was macht denn da jetzt Sinn? Und da kommt es vollkommen drauf an, was ihr macht. Die kleine, diese, ist bei mir am häufigsten im Einsatz für EPP, für English Paper Piecing und für kleine Foundation Paper Piecing Blöcke. Ja? Dafür ist die 100-mal besser als die große. Weil ist halt auch klein und handlich, ne? Und braucht nicht so viel Platz. Das ist natürlich schön. Die kann man sich auch mal einfach in eine Tasche packen, ne? Und wenn man nächste Woche Samstag zum Queen of Diamonds Social hier vorbeikommt und mit uns einen netten EPP-Nachmittag benutzt, dann kann man die leichter in eine Tasche packen, kann sich die mitnehmen, kann drauf schneiden, braucht nicht so viel Platz hier. 40 cm für so einen großen Monster-Oschi. Ich guck mal, wie ich euch hier so ein bisschen, dass man ein bisschen mehr sehen kann. Ich kriege das, glaube ich, gar nicht hoch genug. So. Ja, wofür brauche ich denn dann überhaupt die große, wenn die Ina sagt, die kleine ist handlicher? Ne? So viele tolle Sachen heute, schreibt ihr, meine beste Freundin, diese drehbare Schneidematte. Super, ich war zu schnell, schon bestellt den Zauberklepper. Mir reicht eigentlich immer die kleine.
habe erst einmal die größere vermisst. Die Schneidematte ist super. Ja, also die kleinere ist praktisch, wenn man kleine Blöcke macht, ja, wenn man wirklich große Patchwork-Blöcke arbeitet, gerade die, die hauptsächlich in 12-Inch oder gar 16-Inch-Blöcken arbeiten, die kommen gar nicht um die große drumherum. Kleinere Blöcke, überhaupt gar kein Problem hier drauf. English Paper Piecing vorbereiten, sind ja auch keine Teile größer als so. Vollkommen ausreichend, kleinhandlich, praktisch, kann man gut zum Workshop mitnehmen. Wozu braucht man das große Ding dann? Um Himmels Willen, Ina, warum sollte ich eine große haben? Habe ich mich auch gefragt. So eine große ist aber gut, wenn ihr große Blöcke machen möchtet. Und jetzt gerade aktuell arbeite ich immer noch an meinem Legit Kit, an meinem David. Der hat ja eine Vorder- und Rückseite aus EPP. Die einzelnen Blöcke sind hinterher DIN A4 groß. Ich habe teilweise solche großen, rechteckigen Elemente irgendwo zu begradigen. Jo, jetzt könnte ich das natürlich auf der Normalschneidematte immer, ne, wieder umdrehen. Haben wir wieder das gleiche Problem mit dem Verschieben. Da nutze ich wirklich hauptsächlich meine große. Was ich auch gerne mache, ist, ich nähe gerne erst mehrere Teile und begradige dann mehrere Teile auf einmal. Das heißt, auf die große kann ich mir natürlich viele Teile auf einmal legen und kann dann sagen, okay, jetzt fange ich an, hier die nach und nach alle zu begradigen und kann die dann drehen und kann alle Teile auf einmal machen und habe hier wie für mich so einen kleinen Lazy Susan Buffet-Teller, wo ich mehrere Teile auf einmal drauf machen kann. Na, also das ist so, wofür ich die große benutze und bei mir ist tatsächlich mittlerweile die große häufiger ein Gebrauch als die kleine, gerade auch bei den großen Legit-Kids-Teilen und gerade auch bei den größeren Foundation-Paper-Piecing-Blöcken. Ich habe ja auch von Henrik Mundorf den Thread Against the Machine Sew-Along mitgenäht und da sind die Blöcke natürlich auch etwas größer, auch gerade mit dem größeren EPP und da habe ich die große Matte wirklich extremst geschätzt. Ja, aber wolltet ihr noch einen Gutscheincode? Hat keiner geschrieben, dass ihr einen Gutscheincode wollt? Die Schneidematte ist so super! Die nehme ich auch mit auf die Arbeit. Sinnvolle Pausenbeschäftigung. Guter Tipp von der Elvira. Und ich muss mich leider verabschieden. Das Rest schaue ich morgen nach. Euch einen schönen Abend. Schönen Abend, Caro. Ja, wir sind auch gleich am Ende angelangt. Das ist, glaube ich, ist das das Letzte, was ich euch zeigen wollte? Es ist der letzte Gutscheincode des Abends. Danach haben wir nur noch eine Verlosung. Und zwar erhaltet ihr mit dem Code Drehwurm 10% Rabatt auf die drehbaren Schneidematten während des VIP-Shopping-Wochenendes. Entweder auf die große oder auf die kleine. Der Gutscheincode ist einmalig einlösbar. Und ihr wolltet natürlich auch noch einen Klepper haben. Ich weiß, dass ihr einen Klepper wollt. Also bekommt ihr auch auf den Wollklepper 10% Rabatt. Und zwar mit dem Gutscheincode Klepper. Das ist wieder der erste Buchstabe ist groß. Bei Drehwurm ist der erste Buchstabe groß. Und bei Klepper schreibt sich mit C. C-L-A-P-P-E-R. Auch das C ist groß. Mit Klepper erhaltet ihr 10% Rabatt auf die Wollklepper. Auch während des gesamten VIP-Shopping-Wochenendes. Also bis einschließlich Montag, den 8. April 2024. Ihr müsst alle Gutscheincodes natürlich immer eingeben. Wenn ihr die nicht eingebt, dann können wir die auch nicht berechnen. Dann berechnet der die Webshop nicht. Und dann habt ihr sie zum vollen Preis gekauft. Freuen wir uns natürlich auch. Von dem Geld, von dem Mehrgeld, gehen wir dann ein Eis essen. Oder kaufen uns bei unserem Team-Quatschpot, den wir einmal im Monat haben, wo wir gemeinschaftlich mit dem ganzen Quillzauberei-Team quatschen, schnacken, Handarbeiten, stricken, häkeln, quilten, EPP machen und Co. Kaufen uns einfach eine Tafel Schokolade dafür. Oder drei. Ja, ansonsten Violetcraft Seamroller, wer den noch nicht hat, ich finde ein EPP Must-Have und auch ein Must-Have immer gerade dann, wenn man entweder ein großes Bügeleisen nicht aufbauen kann, keinen Platz dafür hat, vielleicht auch ein bisschen umweltbewusster sein möchte und sagt, Mensch, ganz so viel Strom will ich nicht rausballern, nur weil ich alle 20 Minuten mal in mal ein Papierstückchen aus dem Weg rollern muss, ne? Oder im 2-Sekunden-Takt beim EPP, habe ich gedacht, wir packen auch den Violetcraft Seamroller ins Angebot zum VIP-Shopping-Wochenende. Und zwar bekommt ihr auf den und da ein großes Dankeschön ans Team Violetcraft, die das möglich gemacht haben, die mir auf der Messe auf der H&H ermöglicht haben, dass es diesen Deal geben kann, denn die haben sich mitbeteiligt an dem Rabatt. Der geht nicht nur ganz zulasten der Quillzauberei. Gibt es üppige 25% Rabatt auf den Violetcraft Seamroller mit dem Gutscheincode Violet. Und wer nicht weiß, wie man Violet schreibt, so.
Violett, aber nur ein T. So schreibt sich Violet. 25% Rabatt auf den Violet Craft Seam Roller. Wer den noch nicht hat, das ist jetzt der Wink mit dem großen Zaunfall, das doch endlich mal auszuprobieren. Ja, dann haben wir alle Angebote, alle Rabatte, alles, was ich euch zeigen wollte, damit ich nachher keine Panikattacke kriege. Wenn ich zu Hause bin und mich frage, ob ich das Bügeleisen ausgemacht habe, was ich von alleine nach 30 Minuten ausschalte, ziehe ich jetzt aktiv den Stecker raus. Während ich mit euch live bin, damit, wenn ich euch nachher in der Story frage, ob sich jemand daran erinnert, ob ich das Bügeleisen ausgesteckt habe oder ob gerade die Quillzauberei abfackelt, ihr mir sagen könnt, nein, Ina, du hast das Bügeleisen ausgesteckt. Da ist der Beweis, Kabel ist raus. Sicherheit, safety first. Und so und überhaupt. Ja, oh Gott, wer räumt denn das hier alles nachher auf? Ach, das mache auch ich. Das wird ja schön. Das wird ja ein Fest. So, jetzt habe ich noch eine kleine Verlosung für euch zum Schluss. Danke für die Gutschein. Gerne, Elvira. Verzieht der nicht die Naht? Was verzieht die Naht? Ach so, der Seamroller. Nein, der Seamroller verzieht nicht die Naht. Da musst du schon richtig, richtig würgen, damit er die Naht verzieht, damit du so viel... da fällt's um. Krieg ich das hier balanciert? Stativ will nicht so wie ich. Der Seamroller verzieht nicht die Naht im Sinne von... Du musst es schon ganz, 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 ganz viel Druck machen. Und was auch hauptsächlich die Nähte verzieht, ist Bügeln mit viel Dampf. Und während man Dampf reiben und während man Dampf mit viel Druck und Kraft das Ganze auseinanderschieben. So, ich komme mal hier vorne so ein bisschen so vor, damit ich noch lesen kann. Dann lasst es euch schmecken, die Schokolade. Doch unbedingt Gutschein, da kommen sie. Danke für die Gutschein kurz nochmal. Danke schon mal für die Gutscheine. Ihr seid so gut wie immer. Dankeschön. Ja. Ihr habt uns gewählt zu Deutschlands Nummer 1, irgendwo hier bei unser Zertifikat. Das habe ich irgendwo an die Seite gelegt, muss ich nachher wieder ans Schaufenster stellen, weil wir sind schon ein bisschen stolz, ne? Muss man ja schon so sagen. Aber wir sind auch mit viel Herzblut dabei. Wir geben grundsätzlich alles. Ja, alles, was irgendwie so menschlich möglich ist. Wir sind auch nicht immer die Besten. Wir sind auch nicht unfehlbar. Wenn wir Mist bauen, versuchen wir das wieder gerade zu biegen, irgendwie. Ja, und ansonsten... Ja, gibt es immer mal wieder kommunikative Probleme, aber das kann man alles aus der Welt schaffen, kann man helfen, nur sprechenden Menschen kann geholfen werden. Also wenn ihr eine Idee habt, wie wir noch besser werden können, dann sagt ihr uns das und dann gucken wir mal dran, wie wir das irgendwie auch noch umgesetzt kriegen. Wir arbeiten gerade an so einer tollen Sache und ich darf nicht darüber reden. Ach ja, jetzt hätte ich ja schon fast wieder erzählt. Also, so mega, ich hoffe, ich schaffe es diesmal mit den Codes. Ja, ich hoffe auch, ne? Bis Montag hast du Zeit oder solange der Vorrat reicht. Wenn dir die anderen alles weggekauft haben, hast du Pech gehabt. Ansonsten sehen wir uns nächsten Monat wieder am ersten Wochenende des Monats, wann auch immer das ist. Die Daten seht ihr ja bei Instagram bei uns in der Story. Die Andrea schreibt auch noch, war wieder sehr lehrreich heute Abend. Vielen Dank, liebe Ina. So, also, ich habe euch am Anfang versprochen, es gibt dieses Prim Goodie Bag und da packe ich euch Messe-Goodies rein. Und zwar darf die Gewinnerin oder der Gewinner sich aussuchen, ob da Strick- oder Häkelsachen reinkommen. Oh, also Strick und oder Häkel, also Thema Wolle oder ob da eher so Thema Nähen reinkommt. Das entscheidet derjenige, der gewinnt. Was müsst ihr dafür tun? Ich lade das Video jetzt hier gleich hoch. Und so ein Algorithmus funktioniert nur, wenn ihr Herzchen drückt, wenn ihr Daumen hoch klickt. Ansonsten sagt der Algorithmus, ich weiß nicht, was die Ina da in der Quillzauberei immer für Mist treibt, aber das guckt sich doch kein Mensch an. Wer will das sehen? Will kein Mensch will das sehen. Wenn ihr aber meint, das ist hier sehenswert, man lernt dabei was, die Ina legt sich so ein Zeug, die gibt sich so viel Mühe, die ist von morgens um 8 bis abends 23 Uhr im Ladenlokal, um uns die Sachen noch zu zeigen. Ich möchte, wenn sie eine Chance hat, dann gibt er dem Video gleich den Daumen hoch und schreibt dann auch unter das hochgeladene Video, jetzt nicht im Live-Chat, die zählen dafür leider nicht, sondern direkt unter dem Video schreibt ihr einen Kommentar. Und zwar würde ich mich freuen, wenn ihr was Konstruktives schreibt, im Sinne von, warum kauft ihr gerne bei Quillzauberei, was machen wir richtig gut, wo ihr sagt, wollte ich euch mal einen Daumen hoch vergeben. Oder schreibt uns rein, was ihr euch wünscht, was fehlt uns noch in unserem Sortiment, was soll nächstes Mal beim VIP-Shopping im Angebot sein, was soll ich für ein So-Long machen, was wünscht ihr euch für ein Video, was soll ich mal erklären. Schreibt mir das in die Kommentare, können wir besser werden, dann machen wir das gerne. Denn ja, wir sind genauso Stoff und Woll und Näh- und Patchwork verrückt wie ihr da draußen und wir teilen unsere Leidenschaft gerne mit euch. Ja, ich lese nochmal einmal, was sind das denn für süße Hasen? Das sind die Blowing Up Bunnies, der Blowing Up Bunnies Quilt. Anleitung findest du auch bei uns im quillzauberei.de Webshop.
Danke, Ina, für den tollen Abend. Viele vergessen Daumen hoch. Nein, immer Daumen hoch, ne? Glocke aktivieren, auch damit das nächste Live nicht verpasst. Danke für die geballten Infos von Herzen. Gerne. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche Donnerstag wieder live. 20 Uhr hier auf dem YouTube-Kanal. Ich kann euch noch nicht sagen, was ich mache. Es hängt ein bisschen davon ab, ob Raw nächste Woche kommt oder ob die Raw-Kollektion nächste Woche nicht kommt. Also noch ist es eine Überraschung. Ich weiß es selbst noch nicht, was es nächste Woche Donnerstag gibt. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche Samstag hier vor Ort im Ladenlokal für alle, die beim Queen of Diamonds Social mitnähen vor Ort. Und dann nicht vergessen, nähen in den Mai. Ne? Gibt es auch noch? Dann nähen wir gemeinsam in den Mai. Statt tanzen und saufen in den Mai, nähen wir in den Mai. Ja, seid mit dabei. Vielen Dank fürs Einschalten. Achso, wann verlose ich die Tasche? Muss ich ja auch noch sagen. Spätestens nächste Woche Donnerstag im Live lose ich aus, wer die gewonnen hat. Ansonsten in Instagram in der Story. Auf jeden Fall markiere ich diejenige oder derjenige. Denjenigen hat dann 72 Stunden Zeit, sich bei mir zu melden mit Name und Anschrift, damit ich den Preis auch zustellen kann. Wird gerne immer wieder vergessen, obwohl ich die Leute markiere und anschreibe. Dann wird einfach nicht geantwortet und manchmal bekomme ich nie eine Antwort. Also noch nicht mal eine Woche später. Ich lasse ja gerne Zeit, aber versteht auch nicht. Ne? Also wenn er schon gewinnt und wir sagen ja mal, oh, ich gewinne nie was, dann meldet euch auch, bitte. So, richtig tolle Aktion. Danke dafür. Danke fürs lehrreiche Live von Herzen gern. Ich war Ina von Quillzauberei und sage Tschüsschen, Küsschen, bis zum nächsten Mal.